heute der Tag. Junge, komm bald wieder. Bald wieder zu mir nach Hause. Ja, nein, doch. Meinst, dass das Mannsbild halt endlich zu dir kommt? Hä? Ach, Bäuerin, es ist zum Verzweifeln. So. Ich krieg einfach kein Mannsbild. Hm. Nicht einmal einen kleinen. Gar keinen. Ja, Herrschaft. Ne? Also ich an deiner Stelle, ich tät einmal das Lied wechseln. Ach so? Ja. Soll ich dann singen, sah ein Knab ein Rösslein stehen? Okay. Na, na. Sagen wir mal zum Beispiel, der Mai ist gekommen. Ja. Geh zur Bäuerin. Ja, das kannst vielleicht du singen, ja? Weil der Deine da ist. Aber mein Traumprinz, der kommt ja nicht. Nicht ums Verrecken. Aber der Meinige wird bald da sein. Ja, was ist, bist du in der Küche mit allem fertig? Jawohl, alles in Ordnung. Weißt recht. Mei, Bäuerin, ha? Die Torte ist schön geworden. Ja. Vor allen Dingen die Schrift, gell, wo drauf steht, zur silbernen Hochzeit. Mei, ist das schön. Ja. Ich bin nicht bald am Bräutigam gekriegt, dann werde ich nicht einmal die Blecherne feiern können. Du musst halt ein bisschen Geduld haben. Es wird schon noch der Richtige kommen. Ja, dann darf er sich aber schleunen. Naja, die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Ja, das stimmt. So. Du, mein Vater selig, der hat immer gesagt, auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren. Dann kauf ich mir ein Tandem. Jetzt verschwindet. Ja. Aber eines sag ich dir, was denn? Falls ich sterben sollte, bevor ich einen Bräutigam gefunden habe, dann wird bestimmt eines Tages auf meinem Grabstein stehen, ungeöffnet zurück. Das ist eine narrische Wurst. Ach, da bist du ja. Grüß dich Gott, mein Zuckerpuppen, ja. Mein Mausenschwanzerl, meine 25-jährige Hochzeitsgans. Was? Ah, okay. Was bin ich? Entschuldigung, Hochzeitsenterl, wollte ich sagen. Ja. Komm, jetzt gib mir gleich ein Hochzeitsbussi. Sag einmal, bist du besoffen? Nein, noch nicht, aber heute Abend bei unserer Hochzeitsfeier, da werde ich einiges verkassemacht. Du Köln! Ja. Und jetzt her mit dem Buschi. Ja. Vor 25 Jahren hat es besser geschmeckt. Vor 25 Jahren hat mich auch dein Schnurrbart noch nicht so gekitzelt. Das war? Das habe ich dir mitgebracht. Zur silbernen Hochzeit, damit du nicht immer so viel weinen brauchst. Okay, spiel doch nicht. Wegen dir habe ich schon lange nicht mehr geweint. Nein, nicht wegen mir, nein. Sondern wegen dem, was da drin ist. Was ist denn das? Ach, das ist eine Rauze. Was ist denn das? Da geht das aus. Das ist eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Na, mein. Die neueste Erfindung haben sie mir sagen lassen, ja. Du bist halt ein praktischer Mann, ja, du ja, denkst ja. Halt einfach mit. Ja, freilich, ich habe auch dran gedacht, wie damals unser alter Bürgermeister gesagt hat, heute sind vor dem Standesamt erschienen die ledige Monika Blärmelhuber und der verwitwete Bonifatius Haslacher, Bauernsohn aus Binskirchen. Ja. Das waren wir zwei. Genau. Ja, und dann habe ich den Hof von meinem Vater wieder übernommen. Ne? Du, der andere Hof im Bergheim drüben, ja. In den du seinerzeit eingeheiratet gehabt hast, ja. Warum hast du den jetzt so mir nichts, dir nichts wieder zurückgegeben? Naja, also, schau, nachdem meine Frau damals verstorben ist, wollte ich das fremdes Eigentum nicht behalten und habe es der Verwandtschaft überlassen. Ne? Ich glaube, das war auch richtig so. Natürlich war das richtig so, weil sonst hätte ich dich
ja nicht kennengelernt. Ja, ja. Aber du hast mir noch nie was von deiner ersten Frau erzählt. Ich glaub schon so. Ja. Das lass mich, ich mein, da gibt's nichts zum Erzählen. Ja. Aber so lange frage ich dich, bis ich alles weiß. Ich war. Ja, herein. Jetzt kommt die Wirtschaft. Ja, sag einmal, bist das du wirklich? Ja, natürlich bin es, ja. Dein alter Freund, der Alois Ketterl. Mein, ist das aber schön. Freut's dich. Das ist meine Alte. Ah. Meine Frau. Ach so, das ist meine alte Frau. Moni, Moni, du bringst mich ganz durcheinander. Ich wollte sagen, das ist mein alter Freund, ja. Der Alois Ketterl. Ja, grüß Gott, Herr Ketterl. Grüß Gott, Herr Haslacher. Sitzen Sie ja nur gleich her. Dankeschön. So, dann lasse ich euch allein. Ja. Zwei alte Freunde haben sich allerhand zum Erzählen. Na ja, gell? Ja, bist du was für ja, ja. Ich muss ja sowieso nur zum Tierarzt, ja, wegen unserer Katze, gell? Nein. Also, dann wünsche ich eine gute Unterhaltung. Ja, ja, ja. Obacht, weil wir nicht aus den Stolpern. Das schaff, fragst du nicht. Ja, ja, ja. Sag einmal. Was denn? Habe ich die Frau jetzt vertrieben? Aber nein, die muss mit ihrer Katze zum Tierarzt. Die ist krank, wird eingeschläfert. Ne? Ja. Ja. Und findet dann die Katze wieder allein heim. Ja. Ja, sag mal, spielst denn du, du Depp, die Katze wird eingeschläfert. Ja. Du schaust nur das. Ist wahr? Es geht dir nicht schlecht. Ja, warum soll es mir schlecht gehen? Ich habe einen schönen Hof, aber nicht die Frau. In der Ehe habe ich keinen Verdruss. Dann geht's dir genauso wie mir. Ah, bist du verheiratet? Ja, freilich. Ja. Aber liebe, brave Frau, so. Isst gern, trink gern, fahrt gern fort. Fortfahren tut die meine auch gern. Ja? Ja. Wo seid ihr letztes Jahr hingefahren? Letztes Jahr waren wir in Italien. Italien, ja. Ja, ja. Seid ihr über den Brenner gefahren? Ja, einen habe ich überfahren, aber auf der Brenner. Meine Frau, die fährt so gerne ans Meer. Ans Meer? Ja, die ist ganz verrückt da am Sandstrand. Ja. Da sind wir dann oft wie die kleinen Kinder drin. Ja. Einmal gräbt sie mich ein in den Sand, ja. Dann grabe ich sie ein. Ja, fahrst du nächstes Jahr wieder hin? Ja, freilich, muss sie wieder ausgraben. Ja. Du, sag einmal, was machst du eigentlich beruflich? Also ich habe ein recht nettes Anwesen daheim, ja. Ja, ja. Ja, und nebenbei bin ich noch Gemeinderat. So. Ja, und jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich überhaupt da bin bei dir. Ja, ja, ja. Ich suche von Amts wegen einen gewissen Bonifatius Haslacher. Was? Ja, wir haben in unseren Unterlagen ein Fischberger Testament gefunden, ja. Von einer gewissen Ursula Birnstingl aus Taufkirchen. Ja. Und die war mit dem Bonifatius Haslacher verheiratet. Ja, hallo, ich... Das bin doch ich. Was, du? Ja. Ja, wie kommst du da dazu? Naja, ich war wirklich ein junger Kerl, war, habe ich mich als Knecht auf einem Bauernhof verdingt, eben auf diesem Hof von der Ursula. Und sie war eine bildschöne Bäuerin, Junge. Und ich war ein guter Knecht. Aha. Ne? Naja, gut, dann haben wir uns halt verliebt, dann verlobt und dann haben wir geheiratet. Ne? Ein paar Jahre später. Merkt sie, dass sie krank wird und dass sie vielleicht sterben muss, und dann hat sie gebeichtet. Dann hat sie gesagt, dass sie ein lediges Kind hat, einen Buben, mhm. Und ihr größter Wunsch wäre, wenn der Bub einen richtigen Namen kriegen würde. Ne? Aha. Und da hast du dann dem Buben deinen Namen gegeben. Ja, du kennst mich doch, ich kann so schlecht Nein sagen. Ne? Ich hab den Buben noch nicht gesehen. Ne? Das ist jetzt 25 Jahre her, da war der Bub 5 Jahre, der ist heute 30. Ja, und ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Bei uns drüben in Riegelsbach in der Nähe. Was macht er denn da? Ja, das gleiche wie du jung warst. Was? Bauernknecht ist er. Na, sag mal, woher weißt denn du das alles? Ja, rein zufällig. Ich habe dem Buben gleich geschrieben, ja. Dass bei meinem Amtsvorgänger noch ein Geld da ist, ja, für ihn. Ja. Und dann habe ich ihm noch die Abschrift geschickt von einem Brief, der bei dem Testament dabei ging, ja, ist. Ja. Und das Original, ja. Das habe ich dir mitgebracht. Das war? Ja, schau schon her. Ja, sehen, schauen wir mal. Also, mein liebes Kind, sollten diese Zeilen einmal in deine Hände kommen, so musst du wissen, dass du von jetzt ab
einen Vater hast. Dein Vater ist der Bonifatius Haslacher, ein herzensguter Mensch, ja, das stimmt. Ja. Dann weiß er ja schon alles. Ja, ja, es war meine Pflicht, dass ich ihm das mitteile. Na ja, aber der wird doch hoffentlich nicht auf diesen Hof daherkommen. Ja, der wird sogar ganz bestimmt daherkommen. Was? Ja, du bist gut. Jedes Kind möchte doch seinen Vater kennenlernen. Jesus, ich bin Vater. Ja. Das, wie meine Alte erfährt, ist der Teufel los. Ja, wieso? Weißt du nichts davon? Ja, sie weiß, dass ich schon mal verheiratet war, ne? Aber dass ein Bub da ist, das weiß ich, das darf sie auch nicht wissen, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen. Ja, dann gibt's bloß eines, ja. Du musst so schnell wie möglich nach Riegelsbach rüberfahren zu dem Buben. Das ist eine gute Idee, fahrt sie nicht Buben, dann kommt der nicht daher. Ja, ja. Und wenn du jetzt Mittag fährst, kannst du abends schon wieder da sein. Ja, 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 Moment, Moment, was sage ich meiner Frau, warum ich jetzt plötzlich wegfahren muss? Ach so? Ja. Da sagst du ganz einfach, du... Was? Was ist denn? Was ist denn das? Das ist eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Habe ich meiner Frau zur silbernen Hochzeit gekauft. Ja? Und da ist die Gebrauchsanweisung. Ja, die lassen wir gleich verschwinden. Was? Ja, warum denn? Ja, das erzähle ich dir. Jetzt pass auf. Ja? Jetzt schauen wir mal, wer das Maschinen erfunden hat. Was? Da steht was. Ja? J-O-H. Winkler. J-O-H. Das heißt bestimmt Johann. Johann. Ich genau. Johann, ja. Zu dem Johann Winkler. Ja. Fahrst jetzt hin. Weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist. Ach so. Und was sage ich meiner Frau, woher ich diesen Johann Winkler kenne? Ja, da sagst du ganz einfach, das ist ein guter alter Freund von dir. Alter Freund. Und ja, und weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist, darum holst du jetzt eine, damit sich deine Frau nicht verletzt, wenn sie mit der Maschine arbeitet. Hoffentlich glaubt sie mir das alles. Das ja, Herr Kettel, Sie sind ja immer noch da. Ja. Wissen Sie was? Bleiben Sie doch gleich da bis heute Abend. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Ja. Das wäre echt schön, Frau Haslacher. Ja. Aber ich muss vorher mit dem Pony schnell noch in die Stadt reinfahren. Stell dir vor, wir müssen noch mal ganz schnell in die Stadt hineinfahren. Ja. Du musst in die Stadt? Ja, zu was denn? Ja. Na, schau, mein Herz, ich probier mal, ich weiß nicht, weil wir nicht. Ich hab dir doch eine Zwiebelschnellschneidemaschine gekauft. Ja. Und da ist keine Gebrauchsanweisung dabei. Das, dass du dich nicht verletzt, wenn du Zwiebel schneidest und da ist Milch geht, damit tust, dann brauchst du doch eine Gebrauchsanweisung, damit du dich nicht verletzt. Und die fahr ich mit dem Alois holen. Wo hast du denn die Maschine gekauft? Beim alten Freund von mir. Ja, ja, beim Erfinder selber. Ja, stell dir vor, beim Erfinder. Was? Du hast einen Erfinder als Freund? Ja, okay, da schaust du. Ja, da weiß ja ich gar nichts davon. Ja, so Kleinigkeiten unterhalte ich mich ja gar nicht. Ach so. Und der lebt in der Stadt drin? Ja, der wird auch drin sterben. Ja, furchtbar. Und wie heißt dann dein Freund und Erfinder? Der heißt... Ja. Johann Winkler. So, Johann steht auf der Maschine. Ja, ja, jetzt ist es selber. Also dann in Gottes Namen, ja, passt heute. Gut. Ja, ich fahre auch mit, Frau Hasler. Ja. Ich kaufe meiner Frau auch gleich so eine Maschine. Ja. Und bis auf Nacht sind wir wieder da, gell? Ja, ja, also, ja, das ist ja gut dabei, Frau Hasler. Kommt wieder, gell? Mein Gott, er ist halt so besorgt um mich, gell? Ach, das ist schon was Schönes. Ja. In der Nacht. Ist der Mensch nicht gern alleine? Herrschaft, nein! Jetzt hör mal die Plärerei auf. Plärerei? Bäuerin? Was denn? Ich singe! Okay. Ja, ich singe in der Küche, ich singe im Stall, ich singe einfach überall. Aha. Und weißt du auch, warum ich singe? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich und, jetzt pass auf, das sag ich dir. Ja. Also, das ist so. Es könnte ja eventuell möglich sein, dass bei uns am Hof ein heiratsfähiges Mannsbild vorbeigeht, gell? Und dann hört der mich singen. Dann denkt sich der doch sofort, aha! Aha! Was singt denn da für eine Krähe? Da vollkommen falsch. Was? Nein, der denkt sich, aha, was singt denn da für eine Nachtigall? Oh. Ja, und schon ist es passiert. Ich kann mir's denken, was passiert, wenn der dich sieht. Ja, was? Was glaubst denn du, wie der davon rennt? Ach. Gegen den ist ein Marathonläufer direkt der Spaziergänger. Also, Bäuerin, jetzt sag ich dir was. Was denn? Du wirst es sehen.
Eines Tages klopft es an dieser Türe und hereinkommt ein... Ah! So, jetzt, jetzt pass auf. Ein wunderschöner Mann, nur für mich. Pass auf. Herein, so. Die Königin Braucher, sie wieder kein Mannsbild. Himmel, Arsch und Wolken. Das ist unser Magd, die Nandl. So. Die hat einen kleinen Schlag. So. Musst du nichts denken. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du die Störzinger, Johanna. Vollkommen richtig, ja, Monika. Grüß dich Gott. Freut mich aber jetzt. Ist das schließlich schon 5 Jahre her? So lang schon. So lang schon, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das freut mich jetzt richtig. Ja, mich komm, auch. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Danke dir. Du, schön hast du es da. Gell, Brötchen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Schon, ja, oder? Ja, ja. Weißt du, wer mir abgeht? Ja, wer denn? Dein Mann. Okay. Ja, den kenne ich ja noch gar nicht. Nein. Jetzt red mit mir, Moni. Ja. Ist er groß, ist er klein, ist er lieb, ist er nett? Also, ich habe einen ganz einen braven und einen lieben Mann. Ja. Ich könnte mir gar keinen besseren wünschen. Schön. Ob du mir es glaubst oder nicht, aber ich streite zum Beispiel nie mit meinem Mann. Auch nicht, wenn er recht hat. Das ist bis heute noch nie vorgekommen. Heute Nachmittag ist er zwar gerade nicht da, aber bis zum Abend kommt er dann wieder heim. So. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Was? Ja. Silberne Hochzeit? Ja, genau. Meine herzliche Gratulation. Danke schön. Bitte. Da schau her, das ist mein Hochzeitsgeschenk. Das allerneueste, was überhaupt auf dem Markt ist, gell? Das ist eine Zwiebelschnellschneidmaschine. Und die kommt direkt aus der Stadt, und zwar von seinem Freund. Und das ist auch der Erfinder von der Maschine, weißt du? Ja, ja. Aber jetzt hat der die Gebrauchsanweisung vergessen. Und jetzt fährt mein Mann mit seinem anderen Freund, mit dem Ketter, in die Stadt und holt die Gebrauchsanweisung. Dass mir nichts passiert, er ist halt so besorgt um mich. So, so. Ja, da schau her. Die Gebrauchsanweisung holt. Ja, ja. So. Mei, ich rede und ich rede. Ich frage gar nicht, wie es dir geht. Ja. Wie geht's dir denn? Gut geht's, Monika. Bist du verheiratet, hast einen Mann, hast Kinder. Jetzt erzähl. Leider weder noch. Okay. Weder Mann noch Kind. Ja, Herrschaft. Ja. Es ist leider so, weißt du, das bringt mein Beruf so mit sich. Aha, einen Beruf hast du. Ja. Und was hast du für einen Beruf? Ich arbeite im Patentamt für Erfindungen. Was soll es geben? Ja. Und hast du schon was erfunden, hä? Ja, das habe ich. Ja, was denn? Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, meine Erfindung ist auch eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Ja. Und wenn ich mir die Maschine da so anschaue, Moni, das ist eindeutig eine von mir. Da, lies. Patentiert von J.O.H. Winkler. Moment. Du heißt ja gar nicht Winkler. Du heißt ja Störzinger. Nein, Moni, ich heiße Winkler. Das war nämlich damals so, weißt du, meine Mutter, die hat ein zweites Mal geheiratet. Ja, und der gute Mann hat mich adoptiert. Mhm. Und somit heiße ich jetzt Johanna Winkler. Moment, Moment, nicht so schnell. Mein Mann hat gesagt, der fährt zu einem Johann Winkler. Ja. Und du sagst, das bist du. Ja. Nein, nein, da stimmt irgendwas nicht. Das konnte ich schon sagen, was da nicht stimmt. Was denn? Dein lieber netter Bonnie, der hat dir was vorgeschwindelt. So schaut's aus. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Mein Bonnie, der schwindelt mir nichts vor. Nein, nein, nein. Wenn das jetzt aber wirklich so ist. Mein lieber Freund. Aber dann kann er was erleben. Dann reiß ich ihm seine paar Haare, die er noch hat, einzeln aus. Dann ist er zwar plattert, aber das ist mir dann auch schon egal, gell? Das sag ich dir schon. Moni, das ist doch vollkommen falsch. Was? Du darfst dir doch jetzt auf gar keinen Fall anmerken lassen, dass du gegen ihn überhaupt einen Verdacht hast. Nicht? Schlau muss es sein, Moni. Schlau muss es sein? Ja. Da bin ich neugierig, wie das weitergeht. Das geht schon kurz raus. Ja, grüß Gott. Wir haben ja einen Besuch. Ja. Ja. Grüß Gott, Herr Haslacher. Grüß Gott. Das ist die Tochter von einer alten Freundin. Ja, so. Das ist das Hannal Störzinger. Kennst du das nicht? Kennen? Ja. Aber Moni, woher soll ich denn das Fräulein kennen? Wo warst du denn jetzt so lang? Ich sag mal so, also der Alois,
der hat in die Stadt hinein telefoniert. Ja. Der war laufend besetzt, ja. Und muss jetzt ein bisschen länger dauern. Ne? Das ist der, der mit meinem Mann in die Stadt reinfährt, zu dem Erfinder von der Maschine. Ja. Moment, das ist ja nicht sicher, nicht? Ob wir reinfahren in die Stadt. Warum nicht? Weil mein Freund... Der Herr Winkler. Kennen Sie den? Ja, nur so den Namen noch. Ach so, ja, aha. Gut, also der ist krank geworden. Plötzlich. Okay. Ja, der hat auf einmal Keuchhusten, Mumps und Fleckerfieber hat er auch, ja. Ja, an einem Flecker ist er ganz verfiebert. Ja, wer der lügt, das gibt's ja doch gar nicht. Weißt du, was du jetzt tust, Boni? Was tue ich denn? Du rufst jetzt deinen Freund in der Stadt drin an, ja. Und den ladest du uns zu uns hier ein, gell? Nein, das kann ich euch nicht antun. Wieso nicht? Ja, das ist nämlich nicht der Allerschönste. Okay. So. Das ist ja recht erschreckend. Der Haslacher, wie schaut er denn aus? Na, ja, so klein, dick, keine Haare, gell? Okay. Solch ein Kropf, ne? Ja, ein bisschen schieren tut er. Und der Schlimmste, so krumme Haxen. Also die krummen Haxen, ja. Die verzeihe ich mir. So, hoffentlich komme ich jetzt nicht ungelegen. Nein. Das ist die Tochter von einer alten Freundin, das ist Hannah Störzinger. Grüß Gott. Und das ist mein alter Freund, der Alois Ketterl. Ketterl. Aus Fischberg. Genau, aus Fischberg. Ja. Nehmen Sie doch Platz, Herr Gemeinderat. Bin so frei, Frau Hafner. Ja, Herr Ketterl. Wir haben uns gerade ganz nett über euren gemeinsamen Freund, den Herrn Winkler, unterhalten. Ja, ein netter Kerl. Ja. So, also, ich habe mir so einen Erfinder immer als einen wunderschönen Menschen vorgestellt. Ja, das ist er auch. Das ist er auch. Nur sieht er, den ganzen Tag macht er immer so Gymnastik. Ja, sieh sie, und groß ist der, groß. So. Aber einen kleinen Vogel hat er. Sie wissen es ja selber. Erfinder haben alle einen kleinen Vogel. Ich hab geglaubt, der ist klein und dick und platter. Ja, und hat krumme Haxen. Na, schau mal. Du verlogenes Mannsbild, du verlogenes. Komm, geh weiter, wir haben der Herr nichts mehr verloren. Bei so einem Paar ist er. Aber ohne. Ich geh ohne jetzt. Mach dir doch Schaum und. Aube, jetzt glaube ich, haben wir schön daneben gelangt. Ja? Gottes Willen, da hast du jetzt was angerichtet. Jetzt, wenn der Bub auch noch auf den Hof herkommt. Der kommt nicht, der ist schon da. Ja. Was? Ja, ich habe gerade mit meinem Büro telefoniert, ja. Und die haben gesagt, der Bub ist bereits unterwegs, daher zu dir. Um Gottes Willen, geh ihm sofort entgegen und sag, er darf nicht auf diesen Hof herkommen. Das wird nichts nützen. Warum denn nicht? Der will seinen Vater kennenlernen. Was? Ja, der kann jeden Augenblick da sein. Na, hör auf. Aber meinst du, dass er das schon ist? Wahrscheinlich, ja. Ich krieg schon Bauchweh. Ah, jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man Kinder kriegt. Jetzt gehen meine Wehen an. Es nützt nichts, wir müssen ihn reinlassen. Also, bis dann. Herein! So, jetzt endlich. Grüß dich gut, Papa. Ist der Kindler da ist der Papa, nicht ich. Ah, Papa, gib mir gleich ein Begrüßungsbusserl. Ja, voll teuflisch. Meinst du, mir graust für gar nichts, ha? Ja, aber warum denn nicht? Jetzt schrei ich nicht so. Genau, und wenn das meine Frau hört, ist der Teufel los, weißt du? Ja, aber dann habe ich ja eine Mutter auch noch. Was sagst du? Wo ist sie denn? Ja, was willst du denn von meiner Frau? Ich mein, das freut mich aber. Gut. Jetzt habe ich eine Mutter und einen Vater. Ha? Weißt du was? Ja. Jetzt gehe ich nicht mehr fort. Na, jetzt bleibe ich bei dir. Um Gottes Willen, schaff mir den Burm vom Hals. Jetzt passen Sie mal auf. Herr Birnstingel. Ja. Da wird nichts mehr Birn gestingelt. Ich heiße jetzt Haslacher, wie mein Papa. Ja. Also von mir aus, Herr Haslacher, wissen Sie was? Sie fahren mit mir aufs Gemeindeamt nach Fischberg, da liegt noch ein Geld da für Sie. Inzwischen kann der Boni seine Frau aufklären. So ist und es. Allen ist geholfen. Jawohl, so ist es. Ja, das ist aber jetzt wirklich nett von Ihnen, gell? Weil ein Geld kann ich dringend brauchen. Ja. Aber. Ich kann meinen Papa jetzt nicht mehr allein lassen. Doch. Und deswegen fahren Sie bitte allein in Ihre Amtsstube. Was? Und bringen mir das Geld. Eva? Aha. Gut. Was ist? Bonnie. Ja? Bitte Gott. Bitte Gott. Ich fahre allein. Du fährst allein? Ja. Ach, bewahre mir.
wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, wir brauchen mehr ein Angebot. Ja, mach's gut, Pony. Ja, du, warte bitte. Du bleibst da, bis ich wieder komme. Ja, aber na, hoffentlich lässt er mich nicht wieder so lang allein. Nicht, dass ich wieder 30 Jahre lang auf meinen Vater warten muss. So, dann schau. Ja, grüß Gott. Ja, hey, grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie die Tochter vom Haus? Die Tochter vom Haus? Nein, ich bin auf Besuch da. Ja, das ist gut. Ich bin nämlich auch auf Besuch da. So. Jetzt sind wir schon zwei, die auf Besuch da sind. Ja, aber so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich nicht allzu lang da bleiben. Ja, ich kann es leider nicht sagen, wie lange ich da bleibe. Wieso? Warten Sie auf jemanden? Ja, auf meine Eltern. Auf Ihre Eltern? Ja. Und wo kommen die her? Ja, also mein Vater sucht, glaube ich, meine Mutter. Ja. Aber meine Mutter habe ich noch nicht gesehen. Also wird die meinen Vater suchen. Machen Sie das öfter mit dem Suchen? Ja, das mit dem Suchen liegt bei uns in der Familie. Ja. Ich habe meinen Vater 30 Jahre lang gesucht. Oh, das ist lang. Mhm. Ja. Aber wissen Sie, was ich auch schon ganz lang suchen hätte? Sagen Sie es? So ein nettes, sauberes Mädel, wie Sie eins sind. Ja, da schau her. Komplimente können Sie auch machen. Das ist kein Kompliment. Das ist die Wahrheit. Sag ich recht herzlichen Dank und gebe das Kompliment zurück. Sie sind auch ein ganz sauberer, fescher Bursch. Danke. Bitte. Ist jetzt das recht unverschämt, wenn ich Sie frage, ob Sie schon einen Schatz haben? Unverschämt. Aber nein, ich bin noch solo. Aha, Sie sind solo? Ja. Was ist ein Solo? Ich kenne bloß ein Herz-Solo und ein Gras-Solo. Jetzt passen Sie auf. Solo heißt, ich bin noch allein. Und Sie? Na, dann bin ich auch noch ein Solist. Und allein. Meine Mutter Selig hat immer gesagt, allein ist es nicht einmal im Himmel schön. Jetzt Moment einmal. Wenn Sie sagen, meine Mutter Selig, dann ist doch die schon gestorben. Ja, leider, wie ich 5 Jahre alt war. Sie haben mir doch jetzt vorhin gerade erzählt, dass Ihr Vater Ihre Mutter sucht, oder nicht? Ja, der sucht meine zweite Mutter. Ach so ist es. Ihr erster Vater sucht Ihre zweite Mutter. Nein, das ist auch mein zweiter Vater, der meine zweite Mutter sucht. Jetzt seid ihr bitte nicht böse, aber jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja, ich weiß. Das ist alles ein bisschen verzwickt. Ja, ich merk's. Aber wenn ich Sie einmal einladen darf, dann erkläre ich Ihnen das gerne alles. Ja, das dürfen wir ganz bestimmt. Bei so viel Durcheinander, da würde mich das schon interessieren, wie Ihre ganze Familie zusammengehört. Gut. Jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen. Ich habe noch einiges zu tun. Halt, also Moment. Dann, was denn? Ich weiß doch noch gar nicht, wie Sie heißen. Ich bin die Johanna, aber alle sagen's Hannerl zu mir. Und ich bin der Alois und alle sagen's Läusel. Vierte Hannerl. Vierte gut, Läusel. Jesus, ist das heute ein schöner Tag. Das Haus ist ja das reinste Fundbüro. Mein Vater habe ich gefunden und ein blitzsauberes Mädel habe ich gefunden. Ich bin neugierig, was jetzt kommt, wenn die Tür aufgeht. Ja, doch, schau her. Der Lenz ist da. Falsch, der Läusel ist da. Das ist mir wurscht. Die Hauptsache ist, es ist überhaupt einer da. Du, sag einmal, ist das Haus da vielleicht ein Mädchenpensionat? Hä? Naja, alle Augenblick kommt da eine andere Schönheit raus. Moment, hast du jetzt Schönheit gesagt? Ja, freilich. Und du hast mich gemeint? Na, außer dir ist ja keine da. Ja, da bin ich ja ganz außer mir. Nein, nein, bleib nur drin. Auf dich habe ich ja gewartet. Von dir habe ich geträumt. Komm in meine Armee, mein Prinz. Hey. Was tust denn du da? Der Herr hat mich zu sich genommen. Sag mal, bist denn du wahnsinnig geworden? Spinnst denn du, Hanager? Das ist doch ein wildfremder Mensch für dich, den kannst du nicht einfach an den Hals springen. Bauer, der hat zu mir Schönheit gesagt. Ja und? Ja, das ist doch ein Sprung wert. Ja.
du kannst doch nicht jeden Mann, der zu uns auf den Hof kommt, an den Hals hupfen, oder? So, Bauern, was? Jetzt frag ich dich was. Ja, was denn? Wie viele Männer, glaubst du, haben zu mir schon Schönheit gesagt? Weiß ich nicht. Ja, jetzt rat einmal. Ja, das wirst du schon sagen. Jetzt, ich sag's dir. Ja, also. Und zwar ganz genau. Ja, wie viel? Jetzt pass auf. Ja. Gar keiner. Was? Und weißt du auch warum? Nein, warum? Ja, weil es nicht stimmt. Jetzt hast du, jetzt richtig. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt zu uns am Hof ein Mannsbild, ja, der zu mir Schönheit sagt. Ja. Der hat doch einen Schlag. Das muss ich doch ausnützen. Ach ja, also sei es wie es mag, ich will sowas nicht mehr auf meinem Hof erleben. Hopp. Bäuerlein? Ja, ich gebe dir die Jüge auf Bäuerlein, gell? Das kann ich dir nicht versprechen. Verschwind. Ja, also wegen dir gehe ich nicht ins Kloster. Denn als Nonne bin ich viel zu schön. Ach ja. Dieser Deutschen und mein Bub, das geben nicht im Zusammenstand. Um Gottes Willen, der Bub muss von dem Hof weg, sei es wie es sei, ganz egal. Aha, da bist du ja. Ja, ja, ja. So, und jetzt sagst du mir gleich einmal, was mit dir überhaupt los ist. Was, ich kenne mich nicht aus. Red du keinen Blödsinn. Was? Seitdem der Kettl da ist bei uns, bist du ein ganz anderer. Mit dir stimmt irgendwas nicht mehr. Aber Mona, du täuschst dich. Komm, geh weiter, sei stark, dir glaube ich nichts mehr. Was? Allein schon die Sache mit der Hinfahrerei zu deinem Freund. Ja, wir fahren ja gar nicht hin. Ne? Wenn das du nicht haben willst, dann tun wir das auch nicht. Ich spreche auch mit dem kein Wort mehr, wenn du es nicht willst. Ne? Gut, das ist aber sehr schön von dir. Na, also, das doch bist du wieder so. Gleich dich! Wir sind noch nicht fertig miteinander. Warum? Was kommt denn jetzt noch? Mein lieber Mann, ja? Ich glaube überhaupt nicht, dass du den Erfinder, den Johann Winkler, kennst. Aber Moni, das ist mein ältester Freund. Ach, geh weiter. Ja, ja. Dein ältester Freund? Ja, Eltern gibt's gar nicht mehr. Ja, was nicht, sagst du? Ja, ja. Also gut, was? Dann will ich diesen ältesten Freund kennenlernen. Was? Entweder. Du bringst den Freund daher, ja, oder wir zwei sind geschiedene Leute. Moni. Was ist denn? Scheiden tun wir. Ach, mein Wurst. So, jetzt. Da hänge ich ja schön drin, aber ich wäre nicht in Suppe eingebracht, um Gottes Willen. Und wäre schuld? Mein Freund, der Alois Kettl, ich könnte den Kerl in der Luft zerreißen. Wem willst du in der Luft zerreißen? Ja, da brauchst du Frank, dich natürlich. Ja, und warum? Na, wegen deiner ganzen Schwindlereien. Jetzt will meine Frau haben, dass dieser Johann Winkler da herkommt. Na und? Was und? Ja, wenn's nicht mehr will, na tu mir halt den Gefallen, oder? Ja, wie willst du denn das machen? Na, ganz einfach. Ja. Wir stellen ja irgendjemand als Johann Winkler vor und dem geben wir halt dann ein bisschen ein Geld. Dem geben wir ein Geld? Ja. Von wem? Ja, von dir. Schauen wir mal gleich denkt. Ja, schon ist die ganze Sache geritzt. Na, ich glaube, es ist vernünftig, ich sag meiner Frau die ganze Wahrheit. Ja, sag ihr, dass du ein Kind hast. Ja, das darf sie nicht wissen. Ja, jetzt reg dich nicht auf, weißt du was? Was? Ich rufe unseren Gemeindediener an, der macht schon mit bei der Gaudi. Moment mal, wie schaut denn der aus? Der? Also so ein kleiner Dicker? Oh, ja, keine Haare auf dem Kopf. Das ist genau der Richtige, so habe ich den Weibern den geschildert. Na also, was willst du denn dann noch mehr? Wir sehen die Sache gut. Ja, mit mir mit. Ja, ich erkläre dir die Straßen. Du brauchst keine Angst haben. Das machen wir schon. Das schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin doch nicht gern gesehen auf dem Hof herin. Andere Väter täten sich freuen, wenn sie einen Nachwuchs kriegen. Aber da herin ist alles anders. Ja, da schau her. Mein Prinz ist da. Ich weiß nicht, Prinz. Ich bin der Läusl. Das ist mir wurscht. Und zwar so wurscht, wie es mir wünscht, dass er gar nicht mehr sein. Du hast mich begeistert, weil du zu mir Schönheit gesagt hast. Ja. Besser gesagt, du bist vielleicht eher eine versteckte Schönheit. Ja, ja, da hast du recht. Heutzutage muss man seine Schönheit schon verstecken, gell? Sonst kommen ja die Mannsbilder alle in Versuchung.
Das heißt, bei mir hat es eigentlich noch keiner versucht. Tatsächlich? Ja. Ja, und an was könnte es liegen? Gell, das kannst du auch nicht verstehen. Na. Ja, da schau dir mal diese Linien an. A, B und A. Ja. Sacre bleu. Ich meine, du bist der ganz Scharfe, hä? Mein Spitzname ist Peperoni. Du, sag einmal, ich meine, wenn du heute Abend noch nichts vorhast, gell, dann könntest du vielleicht bei mir an meiner Kammer vorbeikommen. Nein, nicht vorbei, sondern reinkommen. Da könnten wir uns unter vier Augen ein bisschen unterhalten. Ach so, ja, ich glaube, das kann ich dir jetzt noch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, ob ich heute Abend überhaupt noch da bin. Tja, das ist wieder typisch Mannsbild. Zuerst macht's ihr uns ganz verrückt und dann seid's einfach weg. Nein, das stimmt jetzt nicht. Ihr macht's euch schon selber verrückt. Aber weißt was? Ja. Wenigstens ein Abschiedsbusserl bin ich da schon schuldig. Also gut, aber in dem Falle nur noch auf die Backe. Alles andere muss ich für meinen Prinzen aufheben, wenn er mich aus meinem Liebesschlaf erweckt. Jetzt her mit deiner Backe. Also, ja. Jetzt hängen die zwei schon wieder beieinander. Ich kann doch nicht wissen, dass ihr schon wieder da seid. Was? Und reg dich nicht auf. Die Prinzessin hat sich nur von ihrem Prinzen verabschiedet. Sag jetzt der Prinz, ja. Sag mal, hast du mit dem Buben noch nicht gesprochen? Doch, ich habe ihm alles genau erklärt. Also, schau, das, du musst doch merken, du kommst von einem Schlamassel in das andere. Du kannst nicht da bleiben, das musst du doch einsehen, verstehst du? Papa, ich begreife das alles. Ja, ja. Und deshalb bin ich da auch gar nicht böse. Na Gott sei Dank. Aber wenn du dich doch einmal brauchst, ja, weil das kann man ja nie wissen, so ist es. Dann schreibst du mir einfach. Ich schreibe. Oder du telefonierst. Ich schreibe und telefoniere. Und schon bin ich da. Aha, gut, dann so, ja. Hol ich noch meine Sachen, ja, dann bin ich fort. Ja, gut, okay. Na bitte. Was denn? Ist doch leichter gegangen, wie wir geglaubt haben. Du. Ja. Mit einem Schlag bist heraus aus dem Schlamassel. Schlag? Ja, wenn es nämlich anders kommt, die Schläge krieg alle ich. Merke ja, das ist das. Ja. Ja. Schau, wie alles. Also. Für die Gott, Papa. Für die Gott, komm nie wieder. Für die Gott, Gemeinderat. Für die Gott, halt. Moment was einmal. Was ist denn jetzt wieder? Du sag einmal. Ja. Hat deine Frau den Buben schon gesehen? Nein, warum? Na also. Was? Dann lassen wir doch den gleich als Erfinder kommen. Was? Um was handelt es sich denn, wenn ich fragen darf? Na ja, die Sache ist ja so, ich habe meine Frau belogen. Ich habe ihr erzählt, ich kenne einen Erfinder, ne? Und ich kenne ihn aber gar nicht, ich hab gelogen. Ne? Und jetzt meint halt der alles, dass du den Erfinder machen sollst. Ne? Okay, Papa, ja. Das ist doch gar kein Problem. Deiner Frau kann man helfen. Was? Hier steht dein Freund, der Erfinder. Was? Was habe ich denn dann erfunden? Da. Diese Zwiebelschnellschneidemaschine. Du, da pass auf, schon her. Ja. Da habe ich noch die Gebrauchsanweisung. Da steht der Name von dem Erfinder drauf. Johann Winkler, das bist jetzt du. Aha, dann heiße ich jetzt Johann Winkler. Genau. Gut, und sie kommen schon. Ja, der Herr Abend schaut von Maschinen aus. Wenn das nur gut geht, ich sag mir da. Mach bloß du jetzt keine Dummheiten mehr. Der schaut ja gar nicht so aus wie dein, was du gesagt hast. Das macht doch nichts, das sagen wir einfach. Der war auf einer Schönheitsfarm und da haben sie wieder. Der Herr Gemeinderat Ketterl ist ja auch noch da. Ich bin da, ja. Ja. Das ist ganz gut, Herr Ketterl, weil ich hätte nämlich unter vier Augen mit Ihnen zu reden. Ja, reden. So. Na komm, setzen Sie einmal kurz her zu mir. Bin so frei. Na, wo brennt's denn? Also, Herr Ketterl, ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass der Bauer ein kleiner Bazi ist. Was? Ja. Der Pony? Der Pony. Niemals. Na, gell? Okay. Ah, für den Pony, da lege ich die Hand ins Feuer. Au. Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ja? Ja. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen wollen, dass Sie diesen Erfinder kennen. Ja, und ob ich ihn kenne. Okay.
Den kenne ich sogar recht gut. Den kenne ich wie meine eigene Hosentasche. Da muss aber in Ihrer Hose ein ziemlicher Durcheinander sein. Ja, ja. Herr Ketterl, also an ich an Ihrer Stelle, ja. Ich wäre lieber ein bisschen vorsichtiger mit diesem Erfinder. Wieso? Schauen Sie, es könnte doch jetzt leicht sein, dass die Moni ihn persönlich sehen will. Und dann? Ja, das will sie ja auch. Und was wollen Sie dann machen? Ja, was werden wir schon machen? Der kommt eben daher. Was, der kommt? Ja, ja, der kommt. Nein, doch, der kann jeden Augenblick kommen. So, ja. Ja, und damit der nicht am Haus vorbeilauft, gehe ich jetzt raus und passe. Nein, der kann ja gar nicht vorbeilaufen. Ja, bis jetzt werde ich später dann. Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Jetzt schaut er doch diese zwei alten Bazin an. So, jetzt ja Vorsicht. Ja, du bist ja auch noch da. Ja, so erfreut. Ja, und du auch noch. Und? Haben sich deine Eltern jetzt schon gefunden? Da bin ich leider überfragt. So? Ich habe jetzt eine andere Aufgabe übernommen. Ich bin jetzt der Johann. Der Johann? Ja. Du hast mir doch vorhin gerade erzählt, dass du Loisel heißt. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Aber hier im Haus bin ich jetzt der Johann. Jetzt der Johann. Und wie noch? Winkler. Zusammen Johann Winkler. Johann Winkler. Ja. Und du bist bestimmt vom Beruf Erfinder. Habe ich recht? Ja, woher weißt du das? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt einiges. Was hast du denn dann so erfunden, wenn ich fragen darf? Eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Was? Was, du bist der bekannte Erfinder von dieser Maschine? Du glaubst gar nicht, wie mich das freut. Ja. Ja, dass ich endlich deine Bekanntschaft mache. Ja, mich auch. Ja, aber dann kannst du mir doch mit Sicherheit auch sagen, warum du die Maschine jetzt gelegt hast. Naja, ich wollte wissen, wie es mit denen ausschaut. So? Das will ich immer wissen. Und nach der Gebrauchsanweisung da, soll ich die Maschine wieder zusammenbauen? Nach dieser Gebrauchsanweisung? Ja. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Sollte ich vielleicht dabei helfen? Da kennst du dich aus mit so einer Maschine? Ja, ich glaube schon. Jetzt probieren wir es halt einfach einmal. Weißt du, Lösel, ich habe daheim einiger solcher Maschinen. Ja, wirklich? Ja. Und schon ist fertig. Ach, das ist aber jetzt schnell gegangen. Man muss sich ja direkt ein bisschen schämen als Erfinder. Jetzt muss ich dich noch was anderes fragen. Ja, bitte. Wenn ich meinen Beruf als Erfinder wieder an den Nagel hänge, ja? Meinst du, ob wir zwei uns dann mal treffen könnten? Ja, also ich glaube schon. Wirklich? Ja. Weißt du, was ich dann jetzt mache? Was? Dann gehe ich jetzt auf der Stelle den Nagel suchen. Bis später. Jetzt schau dir doch diese zwei alten Bazi noch. Jetzt hast du doch den Jungen auch schon rumgerettet. Schön. Na, dieser Kerl. Jetzt habe ich ihn aber lange allein lassen. Ja, das macht doch nichts. Macht's nichts? Nein. Ja, dann macht's nichts. Wissen Sie, ich habe mich nämlich in der Zeit gerade recht fachmännisch unterhalten. War eine gute Idee. Ja, das war eine ganz gute Idee. Ja, ja. Jetzt habe ich da gleich noch eine Frage an Sie. Ja, bitte, fragen Sie ruhig. Gell? Glauben Sie wirklich, dass das gut ausgeht? Was? Ja, die Geschichte mit dem Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine. Was soll denn schon passieren? Es gibt Zwiebeln genug. Das schon. Okay. Aber Herr Ketterl, ich muss Ihnen leider zu Ihrem Bedauern sagen, ja? Dass der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine kein Mann ist, sondern eine Frau. Irrtum. Auf der Beschreibung steht Johann und Johann ist immer noch ein Mann. Irrtum. In dieser Beschreibung steht J-O-H. Ja? Ja. Und das heißt nicht Johann, sondern Johanna. Johann. Haha. Aha. Ja. Und das ist sicher? Ja, das ist ganz sicher. So sicher wie das Amen im Gebet. Aha. Mhm. Und die Frau Haslacher, die weiß das auch? Ja, die Frau Haslacher, die weiß dasselbe. Ein schöner Gruß. Hm? Jetzt sitze ich schön drin in der Patsche. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ja. Ich glaube, es ist besser, Sie hören auf mit der ganzen Gaudi. Das bringt doch nichts. Ja, ist leichter gesagt als wie getan. Oh okay. Gott, oh Gott. Herr Ketter, wenn Sie ganz vernünftig mit dem Herrn Haslacher reden. Ja. Der Bonny, wenn der Frau. Frau Görzing, ich sag meiner Frau Bescheid. Nein, Herr Haslacher, bleiben Sie ruhig da bei ja, uns. Ja, ja. Geh schon aus zu Ihrer Moni. Aha. Außerdem werden Sie hier viel dringender benötigt. So? Ja. Der Herr Gemeinderat, der hat Ihnen ganz wichtige Sachen zu erzählen. Ich war? Ja. Stimmt's, Herr Ketterl? Aha. Also dann wünsche ich den Herrn eine gute Unterhaltung. Ja, ja, ja. Was meinen Sie denn?
Setz dich hin, sonst haut's dich um. So? Warum? Was ist denn passiert? Der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine, das ist kein Mann, sondern eine Frau. Na, ja. Mir trifft der Schlag. Aber was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Ja, na, das werde ich wahrscheinlich doch alles sagen müssen, meine Frau. Ja, bitte, na sag ihr, dass der Kind hat. Ja, was soll ich denn sonst tun? Ja, was fragst du denn immer mich? Ja, wie soll ich denn sonst fragen? Von dir kommt denn die ganze Gabe. Weißt du was? Was? Jetzt muss eben eine Erfinderin her. Und ganz egal, wie die aussieht. Ja, wo willst denn die hernehmen? Brauch keine hernehmen. Ich hab schon eine. So? Ja, wer ist denn das? Der Bub. Was? Ja, du spinnst doch, mein Bub. Wieso? Den ziehen wir ein Weiberband an und schon ist der Erfinder fertig, oder? So. Jetzt geht die Maschine aber hin und auswendig. Ja, du kommst ja gerade recht. Ja. Die Maschine ist jetzt gar nicht wichtig, da setz dich her. Ja. Ich muss mit dir ganz was Wichtiges bereden, weil der Papa, der sitzt nämlich ganz schön in der Patsche. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aha. Ja, und wie tief sitzt er da drin? Ja. Sehr tief. Ganz tief. Ja, die Sache ist nämlich so. Ja, der Umstand ist nämlich der. Ja, der Erfinder von dieser Zwiebelschnellschneidemaschine ist kein Mann, sondern eine Frau. Auwe. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt ist dem alles Kettel Folgendes eingefallen. Er möchte, dass du als die Erfinderin zu uns herkommst. Was? Ja, du ziehst dir ein Weiberband an, setzt dir eine Perücke auf, kommst hierher, stellst dich vor als Johanna Winkler, sagst, du bist nur auf der Durchreise, möchtest schnell deinen alten Freund Bonnie grüß Gott sagen und dann haust du sofort wieder ab. Und schnell auch noch. Und das ist alles? Ja! Geh, Papa, das mache ich doch mit links. Ich war. Ja, aber wo kriegen wir denn jetzt der Weiberband her? Das ist kein Problem. Oben bei mir auf dem Speicher steht eine alte Truhe, da sind lauter Frauenkleider drin, vom Fasching her und so. Ja, also, schon bin ich drum im Speicher. Ja, aber beeil dich ein bisschen drauf. Fisch schon auf. Wenn das mir gut geht. Ja, das geht schon gut. Ich hab dir doch gesagt, der Bub, der macht das. Der Bub, der schafft das. Na ja. Aube. Was? Jetzt kommt noch ganz was Wichtiges. Ja, was denn? Ja, wir müssen jetzt deiner Frau erklären, warum du immer von einem Freund gesprochen hast. Ja. Ja, weil doch dieser Freund gar kein Freund ist, sondern eine Freundin. Ja. Ja, was soll ich denn da wieder sagen? Da sagst du, das weiß ich jetzt auch noch nicht, da fällt uns schon was ein. Meinst du? Ja, hoffentlich. Na, ja. Aha, die zwei Freunde sind auch da. Ja, mir scheint, sie sind bei uns länger als in ihrer Gemeinde, Herr Gemeinderat. Ja, schaut so aus, Frau Hasler. Ja, genau. Ja, aber wissen Sie, die Sache ist ja so, Frau Hasler. Ja, schauen Sie, wissen Sie, ich habe mit Bonnie noch einiges zu bereden gehabt. Ja, wir haben noch was Wichtiges zu bereden. Ja, ganz was Wichtiges, ja. Ich habe zu ihm gesagt, Bonnie, habe ich gesagt. Bonnie, hat er gesagt. Ja, Bonnie, habe ich gesagt. Zweimal, Bonnie, hat er gesagt. Ja. Bonnie, habe ich gesagt, ich finde das nicht schön, dass du zu deiner Frau nicht ganz aufrichtig bist. Ach, das hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Gell, das habe ich gesagt, gell? Das haben Sie alles gesagt. Na ja, und dann noch was habe ich zu ihm gesagt. Nicht alles. Nein, dann habe ich zu ihm gesagt, Bonnie, habe ich gesagt. Bonnie hat er wieder gesagt. Ja. Bonnie, habe ich gesagt. Bonnie hat er gesagt. Jetzt halt einmal dein Maul. Halt einmal dein Maul. Bonnie, habe ich gesagt. Du gehst jetzt sofort zu deiner Frau und sagst ihr die ganze Wahrheit. Ja. Gell, das habe ich gesagt. Ja, gut, und darum bin ich jetzt da und möchte dir eben die ganze Wahrheit sagen, so wie es ist. Ne? Also, dieser Freund, das ist eigentlich gar kein Freund, das ist mehr eine Freundin. Jetzt ist er raus, jetzt ist ihm leichter. Ja. Aha, du willst mir also sagen, dass der Erfinder eine Frau ist. Ja, genau. Und somit habe ich dir jetzt alles gebeichtet. So, jetzt hast du alles gebeichtet. Ja. Dann kannst du auch gleich meinen Segen haben. Was? Aber schuld sind nur Sie!
jetzt das? Das war eine Ohrfeige, die eigentlich ich hätte kriegen sollen. Aber als alter Freund habe ich sie dir abgetreten. Danke. So, ja. Und jetzt sage ich dir auf den Kopf zu, dass du mich schon wieder angelogen hast. Aber... Du kennst nämlich auch die Frau nicht. Okay, Frau Haslacher, jetzt wenn ihr lachen könntet, ja. Ich lache. Ja, da lachen wir aber wirklich, ich kann lachen. Euch wird das Lachen noch vergehen. Na, Sie werden staunen, wenn die Erfinderin dann erstmal da ist. Die kommt nämlich daher. Die kommt daher? Ja, die kommt daher. Das ist ja doch das Allerhexe. Ja, ja, die kann jeden Augenblick daher kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, da seid ihr alle. Ja, Gott sei Dank, das kommt, steht einmal vor. Die Erfinderin von der Zwiebelschnellmaschine kommt zu uns her. Was? Die Erfinderin kommt zu uns? Die kommt daher zu uns, ja. Ja, und wie, meine Herren, schaut dann die Erfinderin aus? Ja, ja, jetzt geht die Fragerei schon wieder los. Wie schaut das Mädel aus? Ist jung oder alt? Ja, schon mittendrin, weißt du? Na, Frau Haslacher, eine Frau ist nur so alt, wie sie aussieht. Ja, da hilft doch einer zum anderen. Ja. Jetzt ist sie da. Wer? Die Zwiebelmaschine. Was? Ja. Die Erfinderin. Die Erfinderin, ja. Herein. Ich mache jetzt sicher doch. Meine wunderschöne Mutter! Ja, guten Tag, liebe Freundin. Ja. Bonne, mein lieber Freund. Ja. Magst du mir nicht deine Frau vorstellen? Aber natürlich. Die kleine Kiki. Nötzweiber, ja. Wo hast du denn der aufgerissen? Das ist ein Besuch vom Haus. Ja. Jetzt hätte mich interessiert, wann genau haben denn Sie eigentlich diese Zwiebelschnellschneidemaschine erfunden? Das war dann am Vormittag. Ganz egal, die Hauptsache ist, dass die Freundin da ist und darum freut sich auf alles. Wir freuen uns, ihr freut euch, das ganze Haus freut sich. Wir sind das reinste Freudenhaus. Aus der Freude. Ja, und wie heißen Sie? Haslacher. Ach, du doch nicht! Sie. Ja, wissen Sie, ich bin ein Kind der Liebe. Ja. Meine Mutter war immer unterlegen. Mhm. Und mein Vater immer oben auf. Ja. Und als meine Mutter dann entbunden, ja, war mein Vater verschwunden. Aha. Was erzählt denn der für ein Blödsinn? Lass ihn, der macht die Weiber ganz blöd. Wenn Sie glauben, Sie können uns für blöd verkaufen, dann sind Sie aber ganz schön im Irrtum. Aber schau mal. Sei bloß du, Stadt. Du bist ja noch unverschämter. Du steckst doch mit der unter einer Decke. Du belügst und hintergehst mich hinten und vorn. Und sag du nie mehr kleine Dicke zu mir. Aber lange Düne kann ich ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht mehr aus, nein. Ich muss gehen. Ich bin für. Was? Du kommst doch mit. Ja, wenn der geht, dann gehe ich auch. Ja, halt. Was wird denn aus mir? Ist doch mir egal. Von mir aus geht's zum Teufel. Das ist der Dank. So, halt. Wo wollen wir denn hin, so einig? Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Läusel. Ich hab dich doch sofort erkannt, samt deiner komischen Verkleidung da. Mein Hannal, das ist aber wirklich nett von dir, dass du mich nicht verraten hast. Du sagst mir jetzt bitte einmal, warum denn eigentlich die ganze Maskerade? Ja, weißt, das habe ich alles nur dem Bonny zuliebe gemacht. Hm? Weil er solch eine Angst vor seiner Frau hat. Und weil ich bin doch dem Bonny sein Sohn. Was? Was, du bist der Sohn von Bonny? Naja, nicht sein leiblicher. Ja. Er hat mir da seinen Namen gegeben. Ja, und weil das alles seine Frau nicht wissen durfte, hat er den ganzen Schwindel mit der Zwiebelschnellschneidemaschine da gemacht. Ja, jetzt verstehe ich einiges.
Schau her. Ja, da, ja bitte. Der Brief da, ja. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Mein liebes Kind. Weißt du was, Lösen? Den Brief, den lässt du jetzt mir. Mhm. Und ich werde schauen, dass ich da wieder ein bisschen Ruhe und Frieden reinbringe. Und weißt du, was du machst? Du gehst jetzt bitte hinaus und ziehst dich wieder um und wartest, bis da irgendjemand schreit. Ja, gern. Ja. Aber weißt du was? Was? Einen gescheiten Vater zu kriegen, ist weil eine richtige Sauarbeit. Werde ich doch einmal schauen, dass in dieses Haus mal wieder ein bisschen der Frieden einkehrt. Dass ich alle wieder zusammenbringen kann. So, ich bleib dabei, ich lass dich scheiden. Was? Ja, aber Moni, vielleicht war die ganze Geschichte nur eine Gaudi. Hm? Eine saubere Gaudi, wenn ihr mich da und anlügt. Ja, und wenn es nur Notlügen waren? Dann frag ich mich, warum. Also ich kann dir sagen, warum. Du weißt warum? Ich weiß warum, ja. Und warum? Kurz und bündig, er hat ein Kind. Was habt ihr? Ein Kind? Ein Kind, ja. Da muss ich mir jetzt erst niedersitzen. Woher weißt denn du das? Woher ich das weiß? Da schau her, Moni. Dieser Brief, der ist dem Bonny vorher aus der Tasche gefallen. Ja. Mein liebes Kind. Also das schreibt die Mutter an das Kind. Ja. Ja. Sollten diese Zeilen einmal in deine Hände kommen, so musst du wissen, dass du von jetzt ab einen Vater hast. Dein Vater ist der Bonifatius Haslacher, ein herzensguter Mensch. Er hat meinen Wunsch erfüllt und dir seinen Namen gegeben. Gell, da schaust. Ja, aber ganz verstehe ich das jetzt nicht. Noch nicht? Nein, jetzt pass auf, Moni. Und zwar war das ja so. Ein Bonny ist eine zweite Frau. Die hat damals schon ein lediges Kind gehabt. Ja, und der Bonny hat es geheiratet und hat dem Kind seinen Namen gegeben. Er ist doch wirklich ein feiner Zug von ihm, oder? Drum hat er mir nie was von seiner ersten Frau erzählt. Vollkommen richtig. Und weil er gemeint hat, du bist ihm böse, wegen dem Kind. Ja, nur deshalb hat er die ganze Lügengeschichte erfunden. Ja. Und sein sauberer Freund, der Ketter, ja. Der hat ihm natürlich dabei geholfen. Ja, das ist freilich ein sauberer Freund, mein Lieber. Und die Ausrede, die hat er sich eigentlich nur einfallen lassen, damit er endlich zu seinem Wurm hinfahren können. Mein Pony hat ein Kind. Ja. Mein Gott, nein. Und das hat er sich nicht sagen dran. Ja, schaut's mal aus. Nein, da tut er mir jetzt gleich direkt leid. Was leid? Ja, jetzt ist er da. Jetzt hat mein letztes Stündlein geschlafen. Pony. Bonifatius lebt. Wach ich oder träume ich? Komm in meine Arme! Ja, was soll ich denn da drin tun? Warum hast du mir denn das nicht schon lang gesagt? Was denn? Ja, das kommt doch in den besten Familien vor. Das stimmt. Was kommt denn da vor? Ja, das mit dem Kind. Das weißt du? Ja, freilich. Mein Gott, na, da musst du allerhand mitmachen kommen, oder? Ja, jetzt weißt du, wie schwer das ist, Kinder zu kriegen. Ne? Ja, du, ist ein Mädel. Dann ist der Bub da. Ja. Und was für einer. Ja, woher weißt du das? Ja, ich denke mir halt. Ja, also der Bub, der muss sofort zu uns her. Na, aber nur, wenn du das unbedingt haben willst. Freilich will ich das haben. Wo ist er denn? Na, da drin. Ja, dann bring ihn halt raus. Auf deine Verantwortung? Ja! Bubelein! Der ist ja schon so groß! Jetzt weißt du, wie schwer die Geburt war. Oh! Wünschen kann, gell? Ich bin jung,
Ich bin schön. Ich bin klug. Ja. Und ich bin sogar aus einer ganz vornehmen Familie. Ja. Ich bin eine von. Ich weiß bloß nicht von wem. Schon aus einer so vornehmen Familie komme, gell, dann brauche ich doch auch einen Beruf da, wo ich hoch hinauskomme, ja, ganz einen vornehmen. Dann habe ich in einer Zeitung ein Inserat gelesen. Leuchtturmwärter gesucht. Leuchtturmwärter. Also ich habe mich ja gleich beworben und die haben mich sofort genommen. Aber nur 3 Tage. Da haben sie mich rausgeschmissen. Naja, immer wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich halt das Licht ausgemacht. Naja, so schön war es ja mehr auch nicht. Immer wenn ich am Strand spazieren gegangen bin, dann haben sich die Wellen an mir erbrochen. Bin ich dann doch lieber am Land. Ach, das ist ja viel schöner, viel gesünder. Naja, ich bin ja ganz selten krank. Und wenn ich wirklich mal krank bin, dann gehe ich zu unserem Doktor und der verschreibt mir ein Rezept. Naja, der will ja auch leben. Und mit diesem Rezept, gell, da gehe ich dann in die Apotheke. Da kriege ich gleich Tabletten. Naja, die wollen ja auch leben. Und diese Tabletten, die schmeiße ich sofort weg. Na, ich will ja auch leben. Mama! Aui, die Bolle. Und den Ton kenne ich. Jetzt gibt's Ärger. Naja. Aber ich sag ganz einfach, ihr habt's mich aufgehalten. Ihr seid schuld. So, ja, da ist ja gar keiner da. Das ist ja wunderbar. Dann kann ich nämlich in aller Ruhe meinen wunderschönen Roman weiterlesen. Dann schauen wir doch einmal. So, ich habe geträumt von dir die ganze Nacht. Ich sah dich stehen im Schatten und in meinem Herzen glüht es wie heiße Kohlen. Ist das nicht ein schöner Roman? Da bist du. Ja, Moni. Ich hab dich überall gesucht. So? Ja, ich wollte dir eigentlich was fragen. Ja, bitte. Was soll ich jetzt mit meinem Mann machen? Soll ich ihm jetzt böse sein oder nicht? Oh nein, Moni. Jetzt darfst du aber wirklich nicht mehr böse sein. Nicht mehr, gell? Der hat doch jetzt schon genug mitgemacht. Ja. Ja. Aber ein sauberes Kind hat er. Kind, dass ich nicht lache. Das ist ein ausgewachsenes Mannsbild. Ja, aber ein sauberes Mannsbild. Aha. Ich glaube gleich gar, der gefällt dir. He? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, der gefällt mir auch. Sehr sogar. Ja. Ja, und diese weibliche Erfinderin, die da doch auch nicht schlecht hingebracht. Ja, ja, der hat das Talent wie sein Stiefvater. Lügen wie gedruckt. Ja, schau, er wollte halt dem Bonny nur aus dem Schlamassel helfen. Mhm. Du, ich hab geglaubt, mich trifft der Schlag, wie der gesagt hat. Bubi, komm raus. Da habe ich gemeint, da kommt so ein kleines Fieber aus dem Zimmer raus. Ja. Also an so einen großen Lackel, da muss ich mich erst noch gewöhnen. Ja. Ich glaube, ich könnte mich schnell dran gewöhnen. Schau's nicht. Stör ich euch oder darf ich mich setzen? Sitz dir nur her. Danke. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind ja Sie meine neue Mutter. Ja, man sagt's. Wir zwei kennen uns ja schon. Ja. Also grüß dich Gott, ja, Mutter. Grüß dich Gott. Ich bin dein Sohn, der Läusel. Ja, ja. Das hört sich alles ein bisschen komisch an, gell? Weißt was, du brauchst nicht Mutter zu mir sagen. Und ich sag auch nicht Sohn zu dir. Ich bin die Moni und du bist für mich der Läusel. Ist recht? Ist mir recht? Ja. Aber zum Vater sage ich schon Vater. Oder soll ich da auch lieber Bonny sagen? Nein, das ist schon besser so. Schon wegen den Leuten im Dorf, weißt du? Das ist ja dann lustig.
Bonnie und Moni und ich bin der Soni. Übrigens, ein richtiges Busserl habe ich ja meiner neuen Mutter auch noch nicht gegeben. Darf ich gleich? Weißt was? Was? Das verschieben wir auf Weihnachten. Ganz schön in Verlegenheit gebracht, du. Irgendwie habe ich alle in Verlegenheit gebracht, seit ich da bin. Ja. Was liest denn du da? Was ich da lese? Einen Liebesroman. Ah, sowas lese ich nicht. Sowas mache ich selber. So. Aber die, die das Buch geschrieben hat, Leute, zu dem wir es unwahrscheinlich viel mitgemacht haben. Ja, hast du das Buch schon gelesen? Freilich. Schon zweimal. Boah, ich habe geträumt von dir die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Ja. Eine halbe Nacht hätte auch gelangt. Ich sah dich stehen im Schatten. Na, wahrscheinlich war es ihm in der Sonne zu warm. Und in meinem Herzen glühte es wie heiße Kohle. Der muss ja furchtbar gefroren haben. Loisel, hast du schon mal was von Romantik gehört? Für mich ist das alles ein Blödsinn. Wieso? Weil sowas würde ein Mannsbild nie sagen. Aha. Was denn dann? Wenn ein Mann ein Mädel richtig gern hat, ja, dann träumt er nicht von Schatten und von Kohlen. Na? Dann nimmt er das Mädel bei der Hand, schaut ihr in die Augen und wenn dann das Herz zum Klopfen anfängt und im Hals kitzelt er so, dann muss er sagen, was denn? Ich hab dich gern. Und wenn sie ihm keine Antwort gibt? Na ja, dann heißt es so viel als wie, ja, ich dich auch. So. Und wenn er dann nicht dumm und schüchtern ist, ja, dann gibt er gleich noch ein Busserl, das gerade so schnalzt. Ich sag einmal, Loisel, bist du närrisch geworden? Ja, das kann schon sein, dass ich es ein bisschen närrisch anpacke. Aber seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe, war es mit mir aus und vorbei. Mein Hals hat gekratzt, mein Herz hat geklopft. Und darum frage ich dich jetzt, Hannah, was? Hast du mich gern? Ja, du alter Pazzi. Yes, das hat mich eine Freude. Jetzt habe ich alles, was ich mir gewünscht habe. Einen Vater, eine Mutter. Und ein ganz liebes Mädel. Danke dir. In die Zeitung, da geht man Inserat. Als Verlobte grüßen Alois Haslacher und das Fräulein Johanna Störzinger. Ja. Ist dir das recht? Johanna Störzinger ist mir recht. Aber du hast da meinen Beruf vergessen. Was hast du denn für einen Beruf? Johanna Störzinger, auch als Erfinderin bekannt. Aha. Durch die Erfindung einer Zwiebelschnellschneidemaschine. Unter dem Namen Johanna Winkler. Du machst Witze. Ich mach keine Witz auf Ehrenseligkeit. Ja, heiliger Bimbam. Drum hast du den ganzen Schwindel so schnell durchschaut. Ja, das hab ich. Jetzt muss mich aber entschuldigen lassen. Ich muss noch raus zur Moni. Übrigens, ich fahr morgen wieder heim. Ah. Ja, und wenn du Lust hast, dann kannst du gern mitfahren. Und ob ich Lust hab? Ja. Ich lass doch dich nicht mehr aus. Und dann bis später. Vierte Läusel. Vierte Liebschatzl. Ja, und ich muss jetzt gleich meinen Vater suchen und ihm sagen, dass er bald Großvater wird. Toni, was denn? Eines habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Was denn? Wie hast jetzt du das gemeint, wie du gesagt hast, deine Frau ist so komisch geworden? Also ganz einfach. Die war mir zu freundlich, wie ich hier gestanden habe, dass ich ein Kind habe. Da komme ich nicht mit. Ja. Also pass auf. Vor 25 Jahren, wie ich die Moni geheiratet habe, ja, da habe ich ja versprechen müssen, dass ich keine Kinder habe. Weder ledig noch verheiratet. Und das habe ich ja ohne weiteres tun können. Ich habe ja nicht gewusst, dass der Bub eines Tages zu mir auf den Hof kommt. Ne? Naja, jetzt kommen der Sache schon näher, gell? Du kannst dir vorstellen, wie erschrocken, dass ich bin, ne, wie der Bub da ist und mein ganzes Versprechen war null und nichtig. Ja, da sitzt jetzt ganz schön drin in der Patze. Ich wollte eigentlich was anderes. Ja, ne? Ja, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht mehr. Was? Weißt du was? Was denn? Jetzt entschuldigst dich nochmal bei deiner Frau. Nochmal. Und dann schenkst dir noch was Schönes. So, was soll ich denn schenken? Gut, irgendetwas für die Küche. Für die Küche? Ja. Und dann kriegt der Zwiebel, weil die Maschine hat schon, ne? So billig kommst du nicht weg, ne? Ja. Weißt du was? Weiß. Wenn du nicht weißt, was du ihr schenken sollst, ja, dann gibst du dir Geld. Geld? Das ist genau das, was ich nicht habe.
Ja, dann versprich ihr eins. Ja, hör auf mit deinen blöden Vorschlägen. Ja, wem nicht zu raten ist, den kann man auch nicht helfen. Weißt du was? Ich suche jetzt deinen Sohn, ja, damit endlich mal diese Erbschaftsangelegenheit vom Tisch ist. Ja, ich habe recht, ja. Ja, weißt du, wo er ist? Das habe ich 30 Jahre nicht gewusst, warum soll ich jetzt wissen? Ja, ich werde ihn schon finden. Ja. Du, und dir drücke ich beide Daumen mit der Aussprache bei deiner Frau. Ich schaue dann später nochmal vorbei. Ja, gut. Ja, ich muss ja wissen, wie es dir geht. Ja, ja. Ob du noch lebst. Oha. Ja. Und ob du schon heraus bist aus der. Hatschi. Ich wollte was anderes sagen. Ja, er ist ja lieber netter Kerl, ein guter Freund, aber wo er recht hat, hat er recht. Es ist wirklich alles beschissen. Ja, ja. Wer doch hier nicht meine schönsten Jugendjahre verpleppern. Dieser Hof ist einfach zu weit weg von der Hauptstraße. Da kommt nie ein heiratsfähiges Mannsbild daher. Grüß dich, Nandl. Du schon wieder. Was treibst du denn da? Möchtest du verreisen? Nein, ich kündige. Okay. Ja, also, ich suche jetzt woanders mein großes Glück. Zuerst habe ich ja geglaubt, dass du der Richtige wärst. Aber du bist einfach zu jung. Du bist viel zu jung. Ich glaube nicht, dass du die Wünsche einer reifen Frau erfüllen kannst. Und deshalb eule ich von Tanne. Ah ja. Und was sagt deine Bäuerin dazu? Nichts. Die weiß es ja noch gar nicht. Das wird eine sogenannte Blitz- und Nebelaktion. Wie ein Blitz bin ich hier am Hof erschienen und im Nebel werde ich verschwinden. Nandl, du hast doch bestimmt schon oft einmal ein Gewitter erlebt. Eins? Hunderte von Gewitter habe ich erlebt. Aber weil du das sagst, eins ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Das muss ich dir sagen. Also, da war ich noch bei meinen anderen Dienstleuten beschäftigt, gell? Als Kuhbusenmasseuse. Stallmarkt heute. Ah, ja. Also, und da bin ich mit Bauern und mit der Bäuerin aufs Feld hinausgegangen. Plötzlich hat es ein Gewitter gegeben. Mei, ganz schwarz ist alles geworden. Es hat geblitzt, es hat gedonnert. Dann haben wir uns ganz schnell unter einem Baum versteckt. Dann hat doch tatsächlich neben diesem Baum der Blitz eingeschlagen. Na. Meine Bäuerin hat geschrien, die hat Angst gehabt. Mei hat gesagt, wir müssen alle sterben, wir müssen sterben. Da hat sie ihr Mann gesagt, lieber Mann, in meiner letzten Stunde will ich dir noch einmal beichten. Ich habe dich mit deinem Nachbarn betrogen. Auwe. Und hat sie ihr Mann gesagt, was hast du mir in deiner letzten Stunde zu beichten? Und hat der Bauer gesagt, gar nichts. Da hinten wird's schon wieder hell. Das war natürlich wirklich Pech für deine Bäuerin. Ja, aber Nandl, was ich da eigentlich sagen wollte, war, nach einem Blitz dauert es doch oft einmal lang, bis der Donner kommt. Jetzt, wenn ich nicht der Richtige für dich war, dann wart's einfach noch ein bisschen. Und der Donner kommt bestimmt noch. Also, jetzt Moment einmal. Wenn ich noch nicht vollkommen verblödet bin, dann meinst du doch sicher mit dem Donner, der noch kommt? Ein Mannsbild, das vielleicht für mich noch kommt. Genau, Nandl. Du bist doch gar nicht so blöd. Nein, das sagen nur die anderen. Da wart jetzt einfach noch ein bisschen und dann kommt bestimmt ein Mannsbild für dich. Alles klar. Jawohl, du hast mich jetzt überredet. Ja, jetzt warte ich noch ein bisschen, gell? So 2 oder 3 Jahre. Ja, das mache ich. Aber das sage ich dir. Wenn dann immer noch kein Mannsbild für mich da ist, dann gehe ich wirklich ins Kloster. Zu den barmherzigen Brüdern. Vielen Dank.
Ja, und ich muss einmal schauen, wo mein Blitz ist. Oh mei, oh mei, oh mei. Ich glaube, ich war doch ein bisschen zu streng mit meinem Mann. Weil eigentlich hat er es ja nur gut gemeint, gell? Und dass er sich das nicht sagen hat dran, das war ja auch meine Schuld. Aber jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, dass ich ihm auch die ganze Wahrheit sage. Weil jetzt geht's noch in einem Aufwisch. So. Schau mal doch mal. Ja, Moni, da bist du. Ja, da bin ich. Ich such dich überall. Ja? Du, ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden. Okay. Ja, leider. Ich muss dringend heim zu meiner Arbeit. So. Ja. Aber da habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Ja? Ja. Damit du dein Problem aus dem Haus bekommst, nehme ich den Buben von deinem Mann mit heim. Du nimmst den Buben mit? Ja. Ja, zu was denn? Zu was denn? Ja. Das ist einmal eine dumme Frage, Moni. Wir zwei, wir mengen uns halt. Ja, und wer weiß, vielleicht wird ja doch noch was Ernstes draus. Und falls wir dann wirklich heiraten sollten, seid ihr natürlich herzlich zur Hochzeit eingeladen. Oh mei, wer weiß, was bis dahin alles ist. Du meinst wegen deinem Mann? Ja, klar. Was hat der und sein sauberer Freund, der Ketterl, alles für Lügengeschichten erzählt? Aber das hat er doch nur gemacht, weil er da nicht weh tun wollte. Ach, Hannerl, ich verstehe doch alles. Schau, ich hab doch dasselbe Problem. Wie meinst du jetzt das? Ich hab auch ein lediges Kind, von dem mein Mann nichts weiß. Was hast du? Ich habe ihm damals das Versprechen abgenommen, dass er keine Kinder mitbringt in unsere Ehe. Ja? Dann habe ich ihm mein Kind auch verschwiegen. Ja, und jetzt? Oh mein Hannerl, jetzt habe ich da einen ganz einen tiefen Schmerz da drin. Das glaube ich. Das beißt! Das beißt, das ist wie so ein innerlicher Beiß. Ja, ich glaube, ich komme in die Hölle. Vielleicht hast du einfach nur Bauchweh. Ich hab nicht Bauchweh, beißen tut's. Ja. Ja, Moni, dann ist wohl das Allerbeste, du sagst dem Bonnie die ganze Wahrheit, oder? Meinst du? Ja, natürlich. Kommst aber dann schon zu meiner Beerdigung, gell? Fräulein, der Tier. Ja. Meine Alte ist auch da. Oh mein, oh mein. Gott, das war aber ein schwerer Seufzer. Ja. Was hat sie denn? Beißen tut sie es. Da soll sie sich halt kratzen. Nein, sie hat gemeint, es wäre mehr so ein innerlicher Beiß. Vielleicht hat sie viel gefressen. Und außerdem hat sie gemeint, sie kommt in die Hölle. Meine Alte? Ja. Niemals? So. Die rastet ewig gar nicht. Nein. Die verschandelt ihm ja die ganze Hölle, da geht ihm ja kein anständiger Mensch mehr runter. Gehst du nicht beim Tragst noch mal? Nein, Boni, das mache ich nicht. Was? Das soll dir die Moni am allerbesten selber erzählen. Ja, ja, ja. Ich sage jetzt gleich für Gott. Ich hab dir nicht Gott. Und deinen Buben, den nehme ich mit heim. Nimmst du mit heim? Ja. Mein, bist du ein braves Mädel. Ja, ganz so brav. Also, ich wünsche euch was. Ja. Und Moni, dir drücke ich natürlich beide Daumen. Also dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vier ja, bei ja, jetzt sind wir wieder allein, gell? Ja. Auf weiter Flur, ja. Wir zwei. Jetzt hätte ich dich halt nochmal um Verzeihung gebeten für die ganze Gaudi, die da auf uns zukommen ist. Ich hab dir doch schon lang verziehen. Es war. Freilich. Aber du musst mir dann auch verzeihen. Aber Moni, bei uns wäscht doch eine Hand die andere. Ja. Du verzeihst mir. Ja. Und ich verzeihe. Moment einmal, was soll ich denn dir verzeihen? Boni, jetzt sitzt dir mal her, ich hab mit dir was zu reden. So? Weißt du, Boni, es ist schon lang, lang her. Ja. Oh mein Gott, nein, vor vielen, vielen Jahren. So? Da war ich noch ein junges, hübsches Mädel. Ja, das ist ja ziemlich lang her, ja. Du, und die Burschen, die waren ganz verrückt nach mir. Kunststück, ich war ja auch mal so verrückt nach dir, ne? Ja, ja. Und damals habe ich halt auch einen jungen Burschen gern gehabt. Aha, ja. Und da war eine wunderschöne, laue Sommernacht. Ja. Und dann haben wir getanzt miteinander. Das ist ja her. Und dann haben wir geschwitzt miteinander. Geschwitzt? Und dann sind wir heimgegangen miteinander. Aha. Und das war so ein ganz schmaler Feldweg. Ja, ja. Ich bin vorausgegangen, ja. Er ist hinten nachgegangen. Mhm. Ich bin gestolpert. Was? Er ist auch gestolpert. Mich haut's hin, also das heißt, ich bin gefallen. Ja. Ihn haut's auch hin. Ja, ja.
Er ist auch gefallen. So ist es. Und dann? Und dann? Ja, ja, und dann? Was soll ich dann sagen? Ja, sag's halt dann. Und dann sind wir zu dritt heimgegangen. Du willst also damit sagen, dass du auch ein Kind hast? Ja. So? Lebendig oder ist schon tot? Ledig. Ja, der Vater ist gut drauf durch einen Unfall ums Leben gekommen. Aha, dann machst du mir einen solchen Aufzug wegen meinem Buben und hast selber ein Kind. Das weiß ich doch selber, dass ich im Unrecht war. Ja. Und darum frage ich dich ja, kannst du mir auch verzeihen? Aber natürlich, ich hab dir doch schon verziehen. Ja. Ich freue mich doch endlich auf unsere silberne Hochzeitsfeier. Ne? Ja. Die muss heute Abend aber starten. Ja? Genau. Ja, jetzt gibt mir noch ein Hochzeitsprosecco. Du kannst mir sagen, was du willst, vor 25 Jahren war es besser. So, und jetzt gehe ich in die Küche hinaus und richte euch her. Ha? Und du kommst danach, du musst mir helfen, du musst die Hochzeitstorte anschneiden. Na, natürlich, aber ich schneide nicht daneben. Aber wenn es ganz lieb und ganz ja. brav ist. Ja. Dann darfst du wieder kleine Dicke zu mir sagen. Ich war. Da bin ich noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Hä? Toni, okay. Ich bin wieder da. Jetzt ist der schon wieder da. Die Erbschaftsangelegenheit mit dem Burm ist vom Tisch. Na Gott sei Dank. Der hat sein Geld, ist alles erledigt. Na, also. Du, aber der wollte nicht mehr mit daherfahren, ich weiß nicht warum. Aber ich weiß es. Ja, wieso? Der hat sich in die Störzinger verschaut, ich glaube, die zwei heiraten, ja. Geh herauf. Ja, die junge Leute. Ja, ja. Wie ist denn dir gegangen mit deiner Frau? Das erzähle ich dir ein andermal. Ne? Ja? Ja. Weißt du was? Ja. Dann lade ich dich jetzt ein auf ein schönes, kaltes Bier. Hast du jetzt Bier gesagt? Ja. Oh. Wie lange habe ich kein Bier mehr getrunken mit der ganzen Gaudi da? Ne? Weißt du überhaupt, wer das Bier erfunden hat? Ja, natürlich. Ja. Das waren die Klosterbrüder. Nein, das waren die Ägypter. Was? Die Ägypter? Die Ägypter haben unser Bier erfunden, ja. Die haben diesem Bier sogar ein Denkmal gesetzt. Na, ja. Was denn für eines? Die Pyramide. Aber weil du gerade von Denkmälern sprichst, ja. Bei uns im Ortrim haben sie jetzt eine neue Kirche gebaut. Ja? Eigentlich mehr so eine ja. Moschee. Kirchen gibt es so viele, wie die Katholiken haben eine Kirche, die Protestanten haben eine Kirche. Ja, ja, das sogar die Kellner die, haben eine eigene Kirche. Was, die Kellner haben eine Kirche? Ja. Wie heißen die? Der Kellnerdom. Gestern ist bei uns im Dorf was Schlimmes passiert. Ja? Ja, du kennst doch unsere Bürgermeisterin. Oh ja, ja? Eine feste Frau. Eine bildschöne Frau. Ne? Mhm. Der ihr Mann ist gestern Nacht unverhofft nach Hause gekommen und findet seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Nein. Jetzt hat er sein Gewehr genommen und bumm und hat den Kerl erschossen. Ist das nicht schlimm? Ja, das ist schlimm. Ja. Ja. Aber das hätte schlimmer kommen können. Noch schlimmer? Ja, wenn der vorgestern heimkommen wäre. Warum? Da war ich bei seiner Frau. Hallo, schämst du dich überhaupt nicht? Ja. In deinem Alter. Ach, in meinem Alter. Ja. Wie alt bist denn du? 58. Hast du vor 10 Jahren auch schon gesagt? Nein, ich bin eben kein Mensch, der heute so sagt am Morgen. Außerdem hätte ich letzte Woche mit einem 18-jährigen Mädchen schlafen können. Na. Ja. Und warum hast du es nicht gemacht? Ich war nicht müde. Sag mal, hast du dir
den heutigen Artikel gelesen in der Zeitung? Nein, hab nur keine Zeit gehabt. Da ist eine Frau, die war in anderen Umständen, die hat das Buch gelesen, die drei Musketiere, dann hat es Drillinge gekriegt. Was? Nur weil die das Buch gelesen hat, ja. Die drei Musketiere, ja. Hat die Drilling gekriegt. Ja. Um Gottes Willen, muss ich sofort heim. Okay. Meine Frau ist auch in andere Umständen so. Und die liest gerade Alibaba und die 40 Jahre. Ja, Alois, das bin doch ich. Was, du? Ja. Ja, wie kommst du da dazu? Naja, ich war wirklich ein junger Kerl, war, habe ich mich als Knecht auf einem Bauernhof verdingt, eben auf diesem Hof von der Ursula. Und sie war eine bildschöne Bäuerin, Junge. Und ich war ein guter Knecht. Aha. Ja, naja, gut. Dann haben wir uns halt verliebt, dann verlobt und dann haben wir geheiratet. Ne? Ein paar Jahre später merkt sie, dass sie krank wird und dass sie vielleicht sterben muss. Und dann hat sie gebeichtet. Dann hat sie gesagt, dass sie ein lediges Kind hat, einen Buben. Mhm. Und ihr größter Wunsch wäre, wenn der Bub einen richtigen Namen kriegen würde. Ne? Aha. Und da hast du dann dem Buben deinen Namen gegeben. Ja, du kennst mich doch, ich kann so schlecht Nein sagen. Ne? Ich hab den Buben noch nie gesehen. Ne? Das ist jetzt 25 Jahre her. Da war der Bub 5 Jahre, der ist heute 30. Ja, und ich weiß, wo er ist. Wo ist er denn? Bei uns drüben in Riegelsbach in der Nähe. Was macht er denn da? Ja, das Gleiche wie du jung warst. Was? Bauernknecht ist er. Na, sag mal, woher weißt denn du das alles? Ja, rein zufällig. Ich habe dem Burm gleich geschrieben, ja. Dass bei meinem Amtsvorgänger noch ein Geld da ist, ja, ja. Und dann habe ich ihm noch die Abschrift geschickt von einem Brief, der bei dem Testament dabei ging, ja, ist. Klar. Und das Original, ja. Das habe ich dir mitgebracht. Das war? Ja, grüß dich, Herr. Ja, sehen, schauen wir mal. Also, mein liebes Kind, sollten diese Zeilen einmal in deine Hände kommen, so musst du wissen, dass du von jetzt ab einen Vater hast. Dein Vater ist der Bonifatius Haslacher, ein herzensguter Mensch, ja, das stimmt. Ja, dann weiß er ja schon alles. Ja, ja, es war meine Pflicht, dass ich ihm das mitteile. Na ja, aber der wird doch hoffentlich nicht auf diesen Hof daherkommen. Ja, der wird sogar ganz bestimmt daherkommen. Was? Ja, du bist gut. Jedes Kind möchte doch seinen Vater kennenlernen. Jesus. Ich bin Vater. Ja. Das, wie meine Alte erfährt, ist der Teufel los. Ja, wieso? Weißt du nichts davon? Ja, sie weiß, dass sie schon mal verheiratet war. Ne? Aber dass ein Bub da ist, das weiß ich. Das darf sie auch nicht wissen. Auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen. Ja, dann gibt's bloß eines. Ja. Du musst so schnell wie möglich nach Riegelsbach rüberfahren zu dem Buben. Das ist eine gute Idee. Fahrt sie nicht Buben, dann kommt der nicht daher. Ja, ja. Und wenn du jetzt Mittag fährst, kannst du ja abends schon wieder da sein. Ja, 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 Moment. Was sage ich meiner Frau, warum ich jetzt plötzlich wegfahren muss? Ach so? Ja. Da sagst du ganz einfach, du... Was? Was ist denn? Was ist denn das? Das ist eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Habe ich meine Frau zur Silvien Hochzeit gekauft. Ja? Und da ist die Gebrauchsanweisung. Ja, die lassen wir gleich verschwinden. Was? Ja, warum denn? Ja, das erzähle ich dir. Jetzt pass auf. Ja? Jetzt schauen wir mal, wer das Maschinen erfunden hat. Was? Da steht was. Ja? J-O-H. Winkler. J-O-H. Das heißt bestimmt Johann. Johann. Das genau. Johann, ja. Zu dem Johann Winkler. Ja. Fahrst jetzt hin. Weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist. Ach so. Und was sage ich meiner Frau,
woher ich diesen Johann Winkler kenne? Ja, das sagst du ganz einfach. Das ist ein guter alter Freund von dir. Alter Freund. Und ja, und weil da keine Gebrauchsanweisung dabei ist, darum holst du jetzt eine, damit sich deine Frau nicht verletzt, wenn sie mit der Maschine arbeitet. Hoffentlich glaubt sie mir das alles. Das ja, Herr Kettel, Sie sind ja immer noch da. Ja. Wissen Sie was? Bleiben Sie doch gleich da bis heute Abend. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Ja. Das wäre schön, Frau Haslacher. Ja. Aber ich muss vorher mit dem Bonny schnell noch in die Stadt reinfahren. Ja, vor, wir müssen noch mal ganz schnell in die Stadt hineinfahren. Ja. Du musst in die Stadt? Ja, zu was denn? Schau, mein Herr, Sie Probemause, Wanzeli Weibele, ich habe dir doch eine Zwiebelschnellschneidemaschine gekauft. Ja. Und da ist keine Gebrauchsanweisung dabei, dass du dich nicht verletzt, wenn du Zwiebel schneidest und alles Mögliche damit tust. Dann brauchst du doch eine Gebrauchsanweisung, damit du dich nicht verletzt. Und die fahre ich mit alles holen. Wo hast du die Maschine gekauft? Beim alten Freund von mir. Ja, ja, beim Erfinder selber. Ja, stell dir vor, beim Erfinder. Was? Du hast einen Erfinder als Freund? Ja, okay, da schaust du. Ja, da weiß ja ich gar nichts davon. Ja, so Kleinigkeiten unterhalte ich mich ja gar nicht. Ach so, und der lebt in der Stadt drin? Ja, der wird auch drin sterben. Ja, furchtbar. Ja, und wie heißt dann dein Freund und Erfinder? Der heißt... Ja. Johann Winkler. So, Johann steht auf der Maschine. Ja, ja, jetzt ist es selber. Ja. Also dann, ich Gottes Namen, ja, passt heute. Gut. Ja, ich fahre auch mit, Frau Hasler. Ich kaufe meiner Frau auch gleich so eine Maschine. Ja. Und bis auf Nacht sind wir wieder da, gell? Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut dabei, Frau Hasler. Kommt wieder, gell? Mein Gott, er ist halt so besorgt um mich, gell? Ach, das ist schon was Schönes. Ja. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine! Herrschaft, nein! Jetzt hör mal der Plärerei auf! Plärerei? Bäuerin? Was denn? Ich singe! Okay, ja! Ich singe in der Küche, ich singe im Stall, ich singe einfach überall. Aha. Und weißt du auch, warum ich singe? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich und. Jetzt pass auf, das sag ich dir. Ja. Also, das ist so. Es könnte ja eventuell möglich sein, dass bei uns am Hof ein heiratsfähiges Mannsbild vorbeigeht, gell? Und dann hört der mich singen, dann denkt sich der doch sofort, aha, was singt denn da für eine Krähe? Vollkommen falsch. Was? Nein, der denkt sich, aha, was singt denn da für eine Nachtigall? Oh. Ja, und schon ist es passiert. Ich kann mir's denken, was passiert, wenn der dich sieht. Ja, was? Was glaubst denn du, wie der davon rennt? Oh. Gegen den ist ein Marathonläufer direkt der Spaziergänger. Also, Bäuerin, jetzt sag ich dir was. Was denn? Du wirst es sehen. Eines Tages klopft es an dieser Türe und hereinkommt ein Bauer! So, jetzt pass auf! Ein wunderschöner Mann, nur für mich! Pass auf! Herein! So. Das ist ja wieder kein Mannsbild. Himmel, Arsch und Wolken. Das ist unser Magd, die Nandl. So. Die hat einen kleinen Schlag. Du musst da nichts denken. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du die Störzinger, Johanna. Vollkommen richtig, ja, Monika. Grüß dich Gott. Freut mich aber jetzt. Ist das schließlich schon 5 Jahre her? So lang schon. So lang schon, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das freut mich jetzt richtig. Ja, mich auch. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Danke dir. Du, schön hast du es da. Gell, Brötchen, ja. Ja, bin sehr zufrieden. Schon, ja, oder? Ja, ja. Weißt du, wer mir abgeht? Ja, wer denn? Dein Mann. Okay. Ja, den kenne ich ja noch gar nicht. Nein. Jetzt red mit mir, Moni. Ja. Ist er groß, ist er klein, ist er lieb, ist er nett? Also, ich habe einen ganz braven und einen lieben Mann. Ja. Ich könnte mir gar keinen besseren wünschen. Schön. Ob du mir es glaubst oder nicht, aber ich streite zum Beispiel nie mit meinem Mann. Auch nicht, wenn er recht hat. Das ist bis heute noch nie vorgekommen.
Heute Nachmittag ist er zwar gerade nicht da, aber bis zum Abend kommt er dann wieder heim. Wir feiern nämlich heute unsere silberne Hochzeit. Was? Ja. Silberne Hochzeit? Ja, genau. Meine herzliche Gratulation. Dankeschön. Bitte. Da schau her, das ist mein Hochzeitsgeschenk. Das allerneueste, was überhaupt auf dem Markt ist, gell? Das ist eine Zwiebelschnellschneidmaschine. Und die kommt direkt aus der Stadt, und zwar von seinem Freund. Und das ist auch der Erfinder von der Maschine, weißt du? Ja, ja. Aber jetzt hat der die Gebrauchsanweisung vergessen. Und jetzt fährt mein Mann mit seinem anderen Freund, mit dem Ketter, in die Stadt und holt die Gebrauchsanweisung. Dass mir nichts passiert, er ist halt so besorgt und mitreißt. So. Ja, da schau her. Die Gebrauchsanweisung holt. Ja. So. Ich rede, gell. Ich frag gar nicht, wie es dir geht. Wie geht's dir denn? Gut geht's, Monika. Bist verheiratet, hast einen Mann, hast Kinder. Jetzt erzähl. Leider weder noch. Okay. Weder Mann noch Kind. Ja, Herrschaft. Ja. Es ist leider so, weißt du, das bringt mein Beruf so mit sich. Aha, einen Beruf hast du. Ja. Und was hast du für einen Beruf? Ich arbeite im Patentamt für Erfindungen. Was soll es geben? Ja. Und hast du schon was erfunden, hä? Ja, das habe ich. Ja, was denn? Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, meine Erfindung ist auch eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Okay. Ja. Und wenn ich mir die Maschine da so anschaue, Moni, das ist eindeutig eine von mir. Da, lies. Patentiert von J.O.H. Winkler. Moment. Du heißt ja gar nicht Winkler. Du heißt ja Störzinger. Nein, Moni, ich heiße Winkler. Das war nämlich damals so, weißt du, meine Mutter, die hat ein zweites Mal geheiratet. Ja, und der gute Mann hat mich adoptiert. Und somit heiße ich jetzt Johanna Winkler. Moment, nicht so schnell. Mein Mann hat gesagt, der fährt zu einem Johann Winkler. Ja. Und du sagst, das bist du. Ja. Nein, da stimmt irgendwas nicht. Das konnte ich schon sagen, was da nicht stimmt. Was denn? Dein lieber netter Bonnie, der hat dir was vorgeschwindelt. So schaut's aus. Nein. Doch. Nein. Mein Bonnie, der schwindelt mir nichts vor. So. Nein. Wenn das jetzt aber wirklich so ist. Mein lieber Freund. Aber dann kann er was erleben. Dann reiße ich ihm seine paar Haare, die er noch hat, einzeln aus. Dann ist er zwar plattert, aber das ist mir dann auch schon egal, gell? Das sag ich dir schon. Moni, das ist doch vollkommen falsch. Was? Du darfst dir doch jetzt auf gar keinen Fall anmerken lassen, dass du gegen ihn überhaupt einen Verdacht hast. Nicht? Schlau muss es sein, Moni. Schlau muss es sein? Ja. Da bin ich neugierig, wird es weitergehen. Das geht schon gut aus. Ja, grüß Gott. Wir haben ja einen Besuch. Ja. Grüß Gott, Herr Haslacher. Grüß Gott. Das ist die Tochter von einer alten Freundin. Ja, das ist das Hannerl Störzinger. Aha. Kennst du das nicht? Kennen? Ja. Aber Moni, woher soll ich denn das Fräulein kennen? Wo warst du denn jetzt so lang? Die Sache war so, also der Alois, der hat in die Stadt hineintelefoniert. Ja. Der war laufend besetzt und hat jetzt ein bisschen länger dauern. Ne? Das ist der mit meinem Mann in die Stadt reinfahrt, zu dem Erfinder von der Maschine. Ja. Moment, das ist ja nicht sicher, nicht? Ob wir reinfahren in die Stadt. Warum nicht? Weil mein Freund... Der Herr Winkler. Kennen Sie den? Ja, nur so den Namen noch. Ach so, ja. Aha. Gut, also der ist krank geworden plötzlich. Okay. Ja, der hat auf einmal Keuchhusten, Mumps und... Fleckerfieber hat er auch, ja. Ja, an einem Flecker ist er ganz verfiebert. Ja, wie der lügt, das gibt's ja doch gar nicht. Weißt du, was du jetzt tust, Boni? Was tue ich denn? Du rufst jetzt deinen Freund in der Stadt drin an und den ladest du uns zu uns her ein, gell? Nein, das kann ich euch nicht antun. Wieso nicht? Ja, das ist nämlich nicht der Allerschönste. Okay. So. Das ist ja recht erschreckt. Herr Haslacher, wie schaut er denn aus? Ja, so klein, dick. Keine Haare, gell? Okay. Solch ein Kropf, ne? Ja, ein bisschen schieren tut er. Und das Schlimmste, so krumme Haxen. Also die krumme Haxen, die verzeihe ich mir. Hoffentlich komme ich jetzt nicht ungelegen. Nein. Das ist die Tochter von einer alten Freundin, das ist Hannerl Störzinger. Grüß Gott. Und das ist mein alter Freund, der Alois Ketter. Aus Fischberg. Genau, nehmen Sie doch Platz, Herr Gemeinderat. Bin so frei, Frau Hasler. Ja, Herr Ketter, wir
wir haben uns gerade ganz nett über euren gemeinsamen Freund, den Herrn Winkler, unterhalten. Ja, ein netter Kerl. Ja, so, also, ich habe mir so einen Erfinder immer als einen wunderschönen Menschen vorgestellt. Ja, das ist er auch. Das ist er auch. Nur, ja, nur sieht er, den ganzen Tag macht er immer so Gymnastik. Ja, sieh sie, und groß ist der, groß. So, so, so. Aber einen kleinen Vogel hat er. Sie wissen es ja selber, Erfinder haben alle einen kleinen Vogel. Jetzt kommt's mal aber. Ich hab geglaubt, der ist klein und dick und platter. Ja, und hat's gut um die Haxen. Na, schau mal. Du Verlogenes, Mannsbild, du Verlogenes. Was? Komm, geh weiter, wir gehen, wir haben der Herrin nichts mehr verloren. Bei so einem Pariser. Aber Mann, ich hol jetzt gleich. Mach dir doch schauen und... Auwe, Auwe. Jetzt, glaube ich, haben wir schön daneben gelangt. Ja? Gottes Willen, da hast du jetzt was angerichtet. Jetzt, wenn der Buano auf den Hof herkommt. Der kommt nicht, der ist schon da. Was? Ja, ich habe gerade mit meinem Büro telefoniert, ja, und die haben gesagt, der Bub ist bereits unterwegs daher zu dir. Um Gottes Willen, geh ihm sofort entgegen und sag, er darf nicht auf diesen Hof herkommen. Das wird nichts nützen. Warum denn nicht? Der will seinen Vater kennenlernen. Was? Ja, der kann jeden Augenblick da sein. Na, hör auf. Aber meinst du, dass er das schon ist? Wahrscheinlich, oh, ja. Ich krieg schon Bauchweh. Oh. Jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man Kinder kriegt. Oh Gott, jetzt gehen meine Wehen an. Es nützt nichts, wir müssen ihn reinlassen. Was dann? Herein! So, jetzt endlich. Grüß dich gut, Papa. Ist der Kind oder da? Da ist der Papa, nicht ich. Ah, Papa, gib mir gleich ein Begrüßungsbusserl. Ja, voll Teufel. Meinst du, mir graust du gar nichts, ha? Ja, aber warum denn nicht? Jetzt schrei nicht so. Ja, genau. Wenn das meine Frau hört, ist der Teufel los, weißt du? Ja, aber dann habe ich ja eine Mutter auch noch. Was sagst du? Wo ist sie denn? Ja, was willst du denn von meiner Frau? Mei, das freut mich aber. Was? Jetzt habe ich eine Mutter und einen Vater. Ha? Weißt du was? Ja. Jetzt gehe ich nimmer fort. Na schön. Jetzt bleibe ich bei dir. Um Gottes Willen, schaff mir den Burm vom Hals. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Birnstingel. Ja, ja. Da wird nichts mehr Birngestingelt. Ich heiße jetzt Haslacher, wie mein Papa. Ja. Also, ja, also von mir aus, Herr Haslacher, wissen Sie was? Sie fahren mit mir aufs Gemeindeamt nach Fischberg, da liegt noch ein Geld da für Sie. Inzwischen kann der Boni seine Frau aufklären, so ist und es. Allen ist geholfen. Jawohl, so ist es. Ja, das ist aber jetzt wirklich nett von Ihnen, gell? Aber Geld kann ich dringend brauchen. Ja. Aber ich kann meinen Papa jetzt nicht mehr allein lassen. Doch, 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 doch. Und deswegen fahren Sie bitte allein in Ihre Amtsstube. Was? Und bringen mir das Geld. Ich fahr. Gut. Was ist? Boni. Ja? Für dich Gott. Für dich Gott. Ich fahre allein. Du fährst allein? Ja. Ach, bewahre mir. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, bewahren wir ein Angebot. Ja, mach's gut, Boni, gell? Ja, du, warte bitte. Du bleibst da, bis ich wieder komme. Ja, aber na, hoffentlich lässt er mich nicht wieder so lange allein. Nicht, dass ich wieder 30 Jahre lang auf meinen Vater warten muss. So, dann schau. Ja, grüß Gott. Ja, hey, grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie die Tochter vom Haus? Die Tochter vom Haus? Nein, ich bin auf Besuch da. Ja, das ist gut. Ich bin nämlich auch auf Besuch da. So. Jetzt sind wir schon zwei, die auf Besuch da sind. Ja, aber so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich nicht allzu lang da bleiben. Ja, ich kann es leider nicht sagen, wie lange ich da bleibe. Wieso? Warten Sie auf jemanden? Ja, auf meine Eltern. Auf Ihre Eltern? Ja. Und wo kommen die her? Ja, also mein Vater sucht, glaube ich, meine Mutter. Ja. Aber meine Mutter habe ich noch nicht gesehen. Also wird die meinen Vater suchen. Machen Sie das öfter mit dem Suchen? Ja, das mit dem Suchen liegt bei uns in der Familie. Ja. Ich habe meinen Vater 30 Jahre lang gesucht. Oh, das ist lang. Mhm. Ja. Aber wissen Sie, was ich auch schon ganz lang suchen hätte? Sagen Sie es? So ein nettes, sauberes Mädel, wie Sie eins sind. Ja, da schau her. Komplimente können Sie auch machen. Das ist kein Kompliment. Das ist die Wahrheit. Sag ich recht herzlichen Dank und gebe das Kompliment zurück. Sie sind auch ein ganz sauberer, fescher Bursch. Danke. Bitte. Ist jetzt das recht unverschämt, wenn ich Sie frage, ob Sie schon einen Schatz haben? Unverschämt. Aber nein, ich bin noch solo. Aha, Sie sind solo? Ja. Was ist ein Solo?
Ich kenn bloß ein Herz-Solo und ein Gras-Solo. Jetzt passen Sie auf. Solo heißt, ich bin noch allein. Und Sie? Na, dann bin ich auch noch ein Solist. Und allein. Meine Mutter Selig hat immer gesagt, allein ist nicht einmal im Himmel schön. Jetzt Moment einmal. Wenn Sie sagen, meine Mutter Selig, dann ist doch die schon gestorben. Ja, leider. Wie ich 5 Jahre alt war. Sie haben mir doch jetzt vorhin gerade erzählt, dass Ihr Vater Ihre Mutter sucht, oder nicht? Ja, der sucht meine zweite Mutter. Ach so ist es. Ihr erster Vater sucht Ihre zweite Mutter. Nein, das ist auch mein zweiter Vater, der meine zweite Mutter sucht. Jetzt seid ihr ein bisschen nicht böse, aber jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja, ich weiß, ist alles ein bisschen verzwickt. Ja, ich merk's. Aber wenn ich Sie einmal einladen darf, dann erkläre ich Ihnen das gerne alles. Ja, das dürfen Sie ganz bestimmt. Bei so viel Durcheinander, da würde mich das schon interessieren, wie Ihre ganze Familie zusammengehört. Gut. Jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen. Ich habe noch einiges zu tun. Halt, also Moment. Dann, was denn? Ich weiß doch noch gar nicht, wie Sie heißen. Ich bin die Johanna, aber alle sagen es Hannerl zu mir. Und ich bin der Alois und alle sagen es Läusel. Für die Hannerl. Für die gut, Läusel. Jesus, ist das heute ein schöner Tag. Das Haus ist ja das reinste Fundbüro. Mein Vater habe ich gefunden und ein blitzsauberes Mädel habe ich gefunden. Ich bin neugierig, was jetzt kommt, wenn die Tür aufgeht. Ja, doch, schau her. Der Lenz ist da. Falsch, der Läusel ist da. Das ist mir wurscht. Die Hauptsache ist, es ist überhaupt einer da. Du, sag einmal, ist das Haus da vielleicht ein Mädchenpensionat? Hä? Ja, alle Augenblick kommt da andere Schönheit raus. Moment, hast du jetzt Schönheit gesagt? Ja, freilich. Und du hast mich gemeint? Na, außer dir ist ja keine da. Ja, da bin ich ja ganz außer mir. Na, nein, bleib nur drin. Auf dich habe ich ja gewartet. Von dir habe ich geträumt. Komm in meine Armee, mein Prinz! Was tust denn du da? Der Herr hat mich zu sich genommen. Sag mal, bist denn du wahnsinnig geworden? Spinnst denn du, Hanager? Das ist doch ein wildfremder Mensch für dich, den kannst du nicht einfach an den Hals springen. Bauer, der hat zu mir Schönheit gesagt. Ja und? Na, das ist doch ein Sprung wert. Ja. Du kannst doch nicht jeden Mann, der zu uns auf den Hof kommt, an den Hals hupfen, oder? So, Bauer. Was? Jetzt frag ich dich was. Ja, was denn? Wie viele Männer, glaubst du, haben zu mir schon Schönheit gesagt? Weiß ich nicht. Ja, jetzt rat einmal. Ja, das wirst du schon sagen. Jetzt, ich sag's dir. Ja, also. Und zwar ganz genau. Ja, wie viel? Jetzt pass auf. Ja. Gar keiner. Was? Und weißt du auch warum? Nein, warum? Ja, weil es nicht stimmt. Jetzt hörst du. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt zu uns am Hof ein Mannsbild, ja, der zu mir Schönheit sagt. Ja. Der hat doch einen Schlag. Das muss ich doch ausnützen. Ach ja, auch, also sei es wie es mag, ich will sowas nicht mehr auf meinem Hof erleben. Hopp. Bäuerlein? Ja, ich gebe dir die Liebe da, Bäuerlein. Gell? Das kann ich dir nicht versprechen. Verschwind. Ja, also wegen dir gehe ich nicht ins Kloster. Denn als Nonne bin ich viel zu schön. Ach ja. Dieser Deutschen und mein Bub, das eben nicht im Zusammenstand. Um Gottes Willen, der Bub muss von dem Hof weg, sei es wie es sei, kann den Gallen. Aha, da bist du ja. Ja. So, und jetzt sagst du mir gleich einmal, was mit dir überhaupt los ist. Was, ich kenne mich nicht aus. Red du keinen Blödsinn.
Was? Seitdem der Kettl da ist bei uns, bist du ein ganz ein anderer. Mit dir stimmt irgendwas nicht mehr. Aber Mona, du täuschst dich. Komm, geh weiter, sei stark, dir glaube ich nichts mehr. Was? Allein schon die Sache mit der Hinfahrerei zu deinem Freund. Ja, wir fahren ja gar nicht hin. Ne? Wenn das du nicht haben willst, dann tun wir das auch nicht. Ich spreche auch mit dem kein Wort mehr, wenn du uns nicht willst. Ne? Gut, das ist aber sehr schön von dir. Na, also, dann ist doch bist du wieder so. Gleich dich! Wir sind noch nicht fertig miteinander. Warum? Was kommt denn jetzt noch? Mein lieber Mann, ich glaube überhaupt nicht, dass du den Erfinder, den Johann Winkler, kennst. Aber Moni, das ist mein ältester Freund. Ach, geh weiter. Ja, ja. Dein ältester Freund? Nein, Eltern gibt's gar nicht mehr. Ja, was nicht, sagst du. Ja, ja. Also gut, was? Dann will ich diesen ältesten Freund kennenlernen. Was? Entweder du bringst den Freund daher, ja, oder wir zwei sind geschiedene Leute. Moni. Was ist denn? Scheiden tun wir. Ach, mein Wurst. So, jetzt. Da hätte ich ja schön drin, aber ich wäre nicht in Suppe eingebrockt, um Gottes Willen. Und wäre schuld? Mein Freund, der Alois Kettl, ich könnte den Kerl in der Luft zerreißen. Wem willst du in der Luft zerreißen? Ja, da brauchst du fragen. Dich natürlich. Ja, und warum? Na, wegen deiner ganzen Schwindlereien. Jetzt will meine Frau haben, dass dieser Johann Winkler da herkommt. Na und? Was und? Ja, wenn's nicht mehr will, dann tu mir ja heute den Gefallen, oder? Ja, wie willst du denn das machen? Na, ganz einfach. Ja? Wir stellen ja irgendjemand als Johann Winkler vor und den geben wir halt dann ein bisschen ein Geld. Den geben wir ein Geld? Ja. Von wem? Ja, von dir. Schauen wir mal, drei denkt. Ja, schon ist die ganze Sache gerützt. Na, ich glaube, es ist vernünftig, ich sag meiner Frau die ganze Wahrheit. Ja, sag ihr, dass du ein Kind hast. Ja, das darf sie nicht wissen. Ja, jetzt reg dich nicht auf. Weißt du was? Was? Ich rufe unseren Gemeindediener an, der macht schon mit bei der Gaudi. Moment mal, wie schaut denn der aus? Der? Also so ein kleiner Dicker? Oh, ja, keine Haare auf dem Kopf. Das ist genau der Richtige, so habe ich den Weibern den geschildert. Na also, was willst du denn dann noch mehr? Wir sehen die Sache geguckt. Ja, mit mir mit. Ja, ich erkläre dir die Straßen, du brauchst keine Angst haben. Jetzt machen wir schon das Nacht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht gern gesehen auf dem Hof herin. Andere Väter täten sich freuen, wenn sie einen Nachwuchs kriegen. Aber da herin ist alles anders. Ja, da schau her. Mein Prinz ist da. Ich weiß nicht, Prinz. Tag. Junge, komm bald wieder, zu mir nach Hause. Sag mal, meinst du, dass das Mannsbild halt endlich zu dir kommt? Hä? Ach, Bäuerin, es ist zum Verzweifeln. Ich krieg einfach kein Mannsbild. Hm. Nicht einmal einen kleinen. Gar keinen. Ja, Herrschaft. Nein. Also ich an deiner Stelle, ich tät einmal das Lied wechseln. Ach so? Ja. Soll ich dann singen, sah ein Knab ein Rösslein stehen? Okay. Nein. Sagen wir mal zum Beispiel, der Mai ist gekommen. Ja. Geh zur Bäuerin. Ja, das kannst vielleicht du singen. Ja. Weil der Deine da ist. Aber mein Traumprinz, der kommt ja nicht. Nicht ums Verrecken. Aber der meinige wird bald da sein. Ja, was ist, bist du in der Küche mit allem fertig? Jawohl, alles in Ordnung. Weiß recht. Mein Bäuerin, die Torte ist schön geworden. Ja. Vor allen Dingen die Schrift, gell, wo drauf steht, zur silbernen Hochzeit. Mei ist das. Ja.
Ich bin nicht bald am Bräutigam gekriegt, dann werde ich nicht einmal die Blecher nicht feiern können. Du musst halt ein bisschen Geduld haben. Es wird schon noch der Richtige kommen. Ja, dann darf er sich aber schleunen. Naja, die Jüngste bin ich auch nicht mehr. Ja, das stimmt. So. Du, mein Vater selig, der hat immer gesagt, auf einem alten Fahrrad lernt man das Fahren. Dann kauf ich mir ein Tandem. Jetzt verschwindet. Ja. Aber eines sag ich dir was denn. Falls ich sterben sollte, bevor ich einen Bräutigam gefunden habe, dann wird bestimmt eines Tages auf meinem Grabstein stehen, ungeöffnet zurück. Das ist eine narrische Urschel. Oh, ach, da bist du ja. Ja. Grüß dich Gott, mein Zuckerpuppen, ja. Mein Mausenschwanzerl, meine 25-jährige Hochzeitsgans. Was? Was bin ich? Entschuldigung, Hochzeitsenterl, wollte ich sagen. Ja. Komm, jetzt gib mir gleich ein Hochzeitsbussi. Sag mal, bist du besoffen? Nein, noch nicht, aber heute Abend bei unserer Hochzeitsfeier, da wäre ich einiges verkasst gemacht. Du Köln! Ja. Und jetzt her mit dem Buschi. Ja. Vor 25 Jahren hat es besser geschmeckt. Vor 25 Jahren hat mich auch dein Schnurrbart noch nicht so gekitzelt. Ist wahr? Gut, das habe ich dir mitgebracht. Zur silbernen Hochzeit, damit du nicht immer so viel weinen brauchst. Okay, spinn doch nicht. Wegen dir habe ich schon lange nicht mehr geweint. Nein, nicht wegen mir, nein. Sondern wegen dem, was da drin ist. Was ist denn das? Das ist eine Rauze. Was ist denn das? Oh. Da geht das aus. Das ist eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Na, mein. Die neueste Erfindung haben sie mir sagen lassen, ja. Du bist halt ein praktischer Mann, gell? Ja, du denkst halt einfach mit. Ja, freilich, ja. Ich habe auch dran gedacht, wie damals unser alter Bürgermeister gesagt hat, heute sind vor dem Standesamt erschienen die ledige Monika Blärmelhuber und der verwitwete Bonifatius Haslacher, Bauernsohn aus Binskirchen. Ja. Das waren wir zwei. Genau. Ja, und dann habe ich den Hof von meinem Vater wieder übernommen. Ne? Du, der andere Hof im Bergheim drüben, ja. In den du seinerzeit eingeheiratet ja, gehabt ja, hast, ja. Warum hast du den jetzt so mir nichts, dir nichts wieder zurückgegeben? Naja, also, schau, nachdem meine Frau damals verstorben ist, wollte ich das fremde Eigentum nicht behalten und habe es der Verwandtschaft überlassen. Ne? Ich glaube, das war auch richtig so. Natürlich war das richtig so, weil sonst hätte ich dich ja nicht kennengelernt. Ja, ja. Aber du hast mir noch nie was von deiner ersten Frau erzählt. Ja, so. Ja. Ja, das lass mich, ich meine, da gibt es nichts zum Erzählen. Ja. Aber so lange frage ich dich, bis ich alles weiß. Ich war. Ja, herein. Wer kommt denn jetzt? Ja, sag einmal, bist das du wirklich? Ja, natürlich bin ich ja. Dein alter Freund, der Alois Ketterl. Mei, ist das aber schön. Freut's dich. Das ist meine Alte. Meine Frau. Ach so, das ist meine alte Frau. Moni, du bringst mich ganz durcheinander. Ich wollte sagen, das ist mein alter Freund. Ja. Der Alois Ketterl. Ja, grüß Gott, Herr Ketterl. Grüß Gott, Herr Haslacher. Sitzen Sie ja nur gleich her. Dankeschön. So, dann lasse ich euch allein. Ja. Zwei alte Freunde haben sich allerhand zum Erzählen. Na ja, gell? Ja, bist du was. Na ja, ne? Ich muss ja sowieso nur zum Tierarzt, ja, mit unserer Katze, gell? Nein. Also dann wünsche ich eine gute Unterhaltung. Ja, ja, ja. Obacht, weil wir nicht aus den Stolpern gehen. Das schau, fragst du nicht. Ja, gut, ja. So. Sag einmal. Was denn? Habe ich die Frau jetzt vertrieben? Aber nein, die muss mit ihrer Katze zum Tierarzt. Die ist krank, wird eingeschläfert. Ne? Ja. Und findet dann die Katze wieder allein heim. Ja,
Sag mal, spielst denn du, die Katze wird eingeschläfert. Du schaust gut aus. Ich war. Es geht dir nicht schlecht, ja, he? Warum soll es mir schlecht gehen? Ich habe einen schönen Hof, aber nicht die Frau. In der Ehe habe ich keinen Verdruss. Dann geht's dir genauso wie mir. Aha, bist du auch verheiratet? Freilich. Ja. Aber liebe, brave Frau. So. Isst gern, trink gern, fahrt gern fort. Fortfahren tut die meine auch gern. Ja? Ja. Wo seid ihr letztes Jahr hingefahren? Letztes Jahr waren wir in Italien. Italien, ja. Ja, ja. Seid ihr über den Brenner gefahren? Ja, einen habe ich überfahren, aber auf der Brenner. Meine Frau, die fährt so gerne ans Meer. Ans Meer? Ja, die ist ganz verrückt nach am Sandstrand. Ja. Da sind wir dann oft wie die kleinen Kinder drin. Ja. Einmal gräbt sie mich ein in den Sand, ja, dann grab ich sie ein. Ja, fahrst du nächstes Jahr wieder hin? Ja, freilich, muss sie wieder ausgraben. Ja. Du, sag einmal, was machst du eigentlich beruflich? Also ich habe ein recht nettes Anwesen daheim, ja. Ja, und nebenbei bin ich noch Gemeinderat. So. Ja, und jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich überhaupt da bin bei dir. Ja, ja, ja. Ich suche von Amts wegen einen gewissen Bonifatius Aslacher. Was? Ja, wir haben in unseren Unterlagen ein Fischberger Testament gefunden, ja, von einer gewissen Ursula Birnstingl aus Taufkirchen. Ja. Und die war mit dem Bonifatius. Ich bin der Läusl. Das ist mir wurscht. Und zwar so wurscht, wie es mir wünscht oder gar nur sein. Du hast mich begeistert, weil du zu mir Schönheit gesagt hast. Ja, besser gesagt, du bist vielleicht eher eine versteckte Schönheit. Ja, ja, da hast du recht. Heutzutage muss man seine Schönheit schon verstecken, gell? Sonst kommen ja die Mannsbilder alle in Versuchung. Das heißt, bei mir hat es eigentlich noch keiner versucht. Tatsächlich? Ja. Ja, und an was könnte es liegen? Gell, das kannst du auch nicht verstehen. Nein. Da schau dir mal diese Linien an. A, B und A. Ja. Sakradil. Ich meine, du bist der ganz Scharfe, hä? Mein Spitzname ist Peperoni. Du, sag einmal, ich meine, wenn du heute Abend noch nichts vorhast, gell, dann könntest du vielleicht bei mir an meiner Kammer vorbeikommen. Nein, nicht vorbei, sondern reinkommen. Dann könnten wir uns unter vier Augen ein bisschen unterhalten. Ach so. Ja, ich glaube, das kann ich dir jetzt noch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, ob ich heute Abend überhaupt noch da bin. Das ist wieder typisch Mannsbilder. Zuerst macht's ihr uns ganz verrückt und dann seid ihr einfach weg. Nein, das stimmt jetzt nicht. Ihr macht's euch schon selber verrückt. Aber weißt was? Wenigstens ein Abschiedsbusserl bin ich da schon schuldig. Also gut, aber in dem Fall nur noch auf die Backe. Alles andere muss ich für meinen Prinzen aufheben, wenn er mich aus meinem Liebesschlaf erweckt. Jetzt her mit deiner Backe. Also, ja. Jetzt hängen die zwei schon wieder beieinander. Ich kann doch nicht wissen, dass ihr schon wieder da seid. Was? Und reg dich nicht auf. Die Prinzessin hat sich nur von ihrem Prinzen verabschiedet. Sag jetzt doch nicht, ja. Sag mal, hast du mit dem Buben noch nicht gesprochen? Doch, ich habe ihm alles genau erklärt. Also, schau, du musst doch merken, du kommst von einem Schlamassel in das andere. Du kannst nicht da bleiben, das musst du doch einsehen, verstehst du? Papa, ich begreife das alles. Ja, ja. Und deshalb bin ich da auch gar nicht böse. Na Gott sei Dank. Aber wenn du mich doch einmal brauchst, ja, weil das kann man ja nie wissen, so ist es, dann schreibst du mir einfach. Ich schreibe. Oder du telefonierst. Ich schreibe und telefoniere. Und schon bin ich da. Aha, gut, dann so, ja, hol ich noch meine Sachen, ja, dann bin ich fort. Ja, gut, okay. Na bitte. Was denn? Ist doch leichter gegangen, wie wir geglaubt haben. Du. Ja. Mit einem Schlag bist heraus aus dem Schlamassel. Schlag? Ja, wenn es nämlich anders kommt, die Schläge kriege alle ich. Ja, das ist ja. So, schau wie alles. Also. Schütte Gott, Papa. Schütte Gott, komm nie wieder. Schütte Gott, Gemeinderat. Schütte Gott, halt.
Moment einmal. Was ist denn jetzt wieder? Du sag einmal. Ja. Hat deine Frau den Buben schon gesehen? Nein, warum? Na also, was? Dann lass mir doch den gleich als Erfinder kommen. Was? Um was handelt es sich denn, wenn ich fragen darf? Naja, die Sache ist so, ich habe meine Frau belogen. Ich habe ihr erzählt, ich kenne einen Erfinder, ne? Und ich kenne ihn aber gar keinen. Ich habe gelogen, ne? Und jetzt meint halt der alles, dass du den Erfinder machen sollst, ne? Okay, Papa, ja. Das ist doch gar kein Problem. Deiner Frau kann man helfen. Was? Hier steht dein Freund, der Erfinder. Was? Was habe ich denn dann erfunden? Da. Diese Zwiebelschnellschneidemaschine. Du, pass auf, schau her. Da habe ich noch die Gebrauchsanweisung. Da steht der Name von dem Erfinder drauf. Johann Winkler. Das bist jetzt du. Aha, dann heiße ich jetzt Johann Winkler. Genau. Gut, uns kennen wir schon. Ja, der Herr Abend schaut die Maschine raus. Wenn das nur gut geht, ich sage dir. Mach bloß du jetzt keine Dummheiten mehr. Der schaut ja gar nicht so aus wie dein, was du gesagt hast. Das macht er nichts, das sagen wir einfach. Der war auf einer Schönheit fahren und da haben sie wieder. Herr Gemeinderat Ketterl ist ja auch noch da. Ich bin da, ja. Das ist ganz gut, Herr Ketterl, weil ich hätte nämlich unter vier Augen mit Ihnen zu reden. Ja, reden. Na komm, setzen Sie einmal kurz her zu mir. Bin so frei. Na, wo brennt's denn? Also, Herr Ketterl, ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass der Bauer ein kleiner Bazi ist. Was? Ja. Der Pony? Der Pony. Niemals. Na, gell? Ah, für den Bonny, da lege ich die Hand ins Feuer. Au! Ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ja? Ja. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen wollen, dass Sie diesen Erfinder kennen. Ja, und ob ich den kenne? Okay. Den kenne ich sogar recht gut. Den kenne ich wie meine eigene Hosentasche. Da muss aber in Ihrer Hose ein ziemlicher Durcheinander sein. Ja. Ja. Herr Ketterl. Also ich an Ihrer Stelle, ja. Ich wäre lieber ein bisschen vorsichtiger mit diesem Erfinder. Wieso? Schauen Sie, es könnte doch jetzt leicht sein, dass die Moni ihn persönlich sehen will. Und dann? Ja, das will sie ja auch. Und was wollen Sie dann machen? Ja, was werden wir schon machen? Der kommt eben daher. Was, der kommt? Ja, der kommt. Nein. Doch, der kann jeden Augenblick kommen. So, ja. Ja, und damit der nicht am Haus vorbeilauft, gehe ich jetzt raus und passe. Nein, der kann ja gar nicht vorbeilaufen. Ja, das erzähle ich Ihnen später dann. Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Jetzt schaut er doch diese zwei alten Bazin an. So, jetzt ja weiß ich. Ja, du bist ja auch noch da. Ja, so erfreut. Ja, und du auch noch. Und? Haben sich deine Eltern jetzt schon gefunden? Da bin ich leider überfragt. So? Ich habe jetzt eine andere Aufgabe übernommen. Ich bin jetzt der Johann. Der Johann? Ja. Du hast mir doch vorhin gerade erzählt, dass du Loisel heißt. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Aber hier im Haus bin ich jetzt der Johann. Jetzt der Johann. Und wie noch? Winkler. Zusammen Johann Winkler. Johann Winkler. Ja. Und du bist bestimmt vom Beruf Erfinder. Habe ich recht? Ja, woher weißt du das? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt einiges. Was hast du denn dann so erfunden, wenn ich fragen darf? Eine Zwiebelschnellschneidemaschine. Was? Was, du bist der bekannte Erfinder von dieser Maschine? Du glaubst gar nicht, wie mich das freut. Ja. Ja, dass ich endlich deine Bekanntschaft mache. Ja, mich auch. Ja, aber dann kannst du mir doch mit Sicherheit auch sagen, warum du die Maschine jetzt gelegt hast. Naja, ich wollte wissen, wie es mit denen ausschaut. So? Das will ich immer wissen. Und nach der Gebrauchsanweisung da, soll ich die Maschine wieder zusammenbauen? Nach dieser Gebrauchsanweisung? Ja. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Soll ich vielleicht dabei helfen? Da kennst du dich aus mit so einer Maschine? Ja, ich glaube schon. Jetzt probieren wir es halt einfach einmal. Weißt du, Lösel, ich habe daheim einiger solcher Maschinen. Ja, wirklich? Ja. Und schon ist fertig. Ach, das ist aber jetzt schnell gegangen. Man muss sich ja direkt ein bisschen schämen als Erfinder. Jetzt muss ich dich noch was anderes fragen. Ja, bitte. Wenn ich meinen Beruf als Erfinder wieder an den Nagel hänge, ja? Meinst du, ob wir zwei uns dann mal treffen könnten? Ja, also ich glaube schon. Wirklich? Ja. Weißt du, was ich dann jetzt mache? Was? Dann gehe ich jetzt auf der Stelle den Nagel suchen. Bis später. Jetzt schau dir doch diese zwei alten Bazin an.
Jetzt hast du den Jungen auch schon rumgerettet. Na, dieser Kerl. Jetzt habe ich ihn aber lang allein lassen. Okay, das macht doch nichts. Macht's nichts? Nein. Ja, dann macht's nichts. Ja. Wissen Sie, ich habe mich nämlich in der Zeit gerade recht fachmännisch unterhalten. War eine gute Idee. Ja, das war eine ganz gute Idee. Ja, ja. Jetzt habe ich da gleich noch eine Frage an Sie. Ja, bitte, fragen Sie ruhig. Glauben Sie wirklich, dass das gut ausgeht? Was?